Es ist der 7. April 2022. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und der ist wie immer nicht allein im Sendegarten, sondern die Sendegarten-Crew ist sogar vollständig da. Ich grüße ganz herzlich nach Wien die Claudia. Hallo Claudia. Hallo, guten Abend. Und ich grüße die Vera. Guten Abend, Vera. Hallo. Letztes Mal warst du durch deine Gene vertreten, aber heute wieder persönlich. Ich hoffe, es geht dir gut. Heute geht es mir besser auf jeden Fall, ja. Besser ist das schon mal der richtige Weg. Auf genau, die noch richtige nicht Richtung, ganz gut, so. Aber besser, genau. Nicht gut, aber besser und schön, dass du trotzdem da bist. Also du hättest dich ja nun auch nein. dich selber kümmern können. Ja, nee, alles gut. Alles gut. Der Lars ist auch mit an Bord. Guten Abend, Lars. Schönen guten Abend allerseits. Und last but not least, der Sonnensammler Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Guten Abend zusammen. Ja, da hast du uns ja mit deinem Sonnensammeln-Thema gestern, okay. Beim letzten Mal ganz spät noch ein tolles Thema reingereicht. Da müsste man ja eigentlich auch nochmal richtig vertiefen. Denn das ist ja eine super, also ich finde es eine super spannende Geschichte, dass man sich einfach so sein Strom aus dem Weltall, ich meine, ja doch, ist ja auch quasi aus dem Weltall holt, von der Sonne einfach. Ich finde das eine total irre Sache. Ja. Verstehen. Ja. Willst du noch was sagen dazu? Wie steht's? Wie läuft's? Ja, schon die erste Sicherung gewechselt? Oder nee, so? Die letzten Tage waren ein bisschen mau, aber jetzt heute war es zum Beispiel schon wieder ganz gut. Das ist sehr schön. Ja, heute war, also ich muss gestehen, als du das erzähltest, da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich mir eine Solarinselanlage bestellt hatte, genau in der Zeit, wo du davon erzählt hattest. Und du hattest dann das am Freitag erzählt und am Samstag habe ich hier meine Solarinselanlage. Das ist so ein Ding, was man so am Camping mitnehmen kann oder so, ne? Mit so einem faltbaren Panel und dann so ein Akku auch dazu. Und das habe ich jetzt hier ans Fenster gestellt, weil ich das mal so ausprobieren wollte. Und jetzt gucke ich immer auf den Akku, wie viel Watt denn da erzeugt werden. Und das ist total witzig, wenn die Sonne halt, wenn es hell wird, dann geht sofort die Wattzahl nach oben. Also durchs Fenster und suboptimal ist das natürlich auch nur minimal, was hier produziert wird. Aber es ist so, ich sehe halt die Anzeige so langsam steigen. Also die Tage hatte ich irgendwie rumexperimentiert, da war ich nur noch bei 66 und heute bin ich wieder bei 97 und das ist alles geschenkter Strom von draußen halt. Das ist so, ich habe da so einen Spaß dran, das ist schon fast kindisch. Also, aber ich mag es sehr. Und wenn man das dann in noch größeren Maßstab macht, warum haben wir das nicht schon seit 30 Jahren? Das ist wirklich nun dumm, aber naja. Ja. Ja, ich kann mich noch erinnern, in der Schulzeit haben wir auch die ersten Modelle im Technikunterricht auch solarbetrieben gebaut. Also das Thema ist ja schon ziemlich alt eigentlich, ne? Und auch, also viele technische Themen sind, also daran hat es eigentlich nicht gescheitert. Also ich glaube, es war eher so ein politischer Wille, wo auch viel kaputt gemacht worden ist, leider. Ne? Also wo Branchen hochgezogen worden sind und dann wieder durch falsche Signale oder Gesetzgebung dann wieder leicht niedergetrampelt worden sind. Ne? Mhm. Ja, weil angeblich die Ökonomie, also ne, der Solarstrom ist zu teuer, da kann man besser andere Quellen nutzen. Die haben aber, wenn man ehrlich ist, so viel negative Folgen. Wenn man die mit in die Rechnung mit einbezieht, dann ist das überhaupt nicht teuer. Aber man rechnet sich das natürlich gerne schön und hat sich das schön gerechnet. Und jetzt gerade auf der Weltbühne betrachtet, also nur fürs Protokoll, es ist immer noch Krieg in der Ukraine und es wird von Tag zu Tag unangenehmer und schlimmer. Ich merke, dass ich das in meinem Alltag jetzt nicht mehr so ganz als erstes Thema auf der Nase habe, aber ich finde es immer noch sehr, sehr schlimm. Und mehr möchte ich dazu heute auch nicht sagen. Ich habe mich beim letzten Mal zu weit aus dem Fenster gelehnt. Aber nur zur Einordnung. Und jetzt merken wir natürlich schon auch, was es bedeuten kann, Selbstversorger zu sein. Das bringt einem zum Beispiel also eine Unabhängigkeit auch von Despoten und Diktatoren, denen man dann nicht mehr das Geld geben muss für eine Technik, die man sowieso nicht mehr haben möchte eigentlich. Aber naja, ist vielleicht noch nicht alles aller Tage Abend, aber
Man hätte das alles schon früher haben können. Aber hätte, hätte, Fahrradkette, ist egal. Wenn ich nicht so viel gegessen hätte, hätte ich auch nicht so dicken Bauch. Bitte, Claudia, gerne. Ich sehe jetzt nicht so, dass es nicht irgendwie in den 90ern das Ganze in Deutschland nicht schon gegeben hätte, sogar als aufstrebende Industrie und so weiter. Ich erinnere mich daran, da war ich, glaube ich, gerade so in der Oberstufe oder dann halt so kurz nach dem Abi. Das fand ich total spannend, dass das halt gerade dann so passiert ist. Und dann, als diese ganzen Förderprogramme zusammengestrichen worden sind und gesagt wurde, nö, den Quatsch lassen wir jetzt, wir gehen halt wieder zu Kohle und Gas und Öl, da dachte ich mir auch so, hä? So, Moment mal. Und dann war es halt einfach die letzten 20 Jahre einfach kein Thema. Und dachte mir auch so, das kann ja eigentlich nicht sein. So. Und dann jetzt alle, oh, Zukunftstechnologie, wir brauchen das jetzt so. Ihr wisst schon, dass wir das alles schon mal hatten und die Leute, die das damals gemacht haben, sind alle halt irgendwo ins Ausland gegangen, weil sie da noch dran weiterforschen durften. Ja, selber schuld, ne? Ja, ich hörte Vera gerade auch Luft holen. Willst du noch was ergänzen? Oh Gott, ich habe jetzt nichts verstanden. Wolltest du noch was ergänzen? Hallo. mir ist nur zu dem Thema eingefallen, dass ja die früher in England die Milchtransportautos auch schon alle elektrisch liefen. Das war irgendwann, ne? Wann war das? 1920er oder so? Es waren alles Elektroautos, die über Nacht geladen worden sind. Es wird dann auch alles abgebaut, weil anstatt weiter zu forschen. Das ist mir nur dazu eingefallen. Aber sonst Solar, ja, super. Hätte man sich wirklich viel mehr drauf stürzen sollen, weil alles umsonst und alles, es ist eine Krux. Ich habe jetzt in irgendeinem Beitrag, das ist jetzt wieder Halbwissen, ne? Oder wie heißt das, gefährliches Halbwissen, dass wir in Deutschland keinen Standort mehr haben, wo man diese Rotorflügel für Windkraftanlagen mehr macht. Also der letzte Hersteller, der hat jetzt auch aufgegeben. Das heißt, die tolle Technik, die man da irgendwo sich hinstellen möchte, vielleicht, viele Widerstände gibt es ja auch, aber wir sind noch nicht mal in der Lage, dann mehr eigene Flügel herzustellen, wenn das so stimmt, wenn ich das richtig erinnere. Und das hat, ich weiß noch, als ich das gehört habe, gedacht, kann doch nicht wahr sein. Also wie unselbstständig wollen wir denn eigentlich so insgesamt sein? Also schon ziemlich interessant. Mhm. Ja, da wird halt nur noch auf Wettbewerb irgendwie geguckt, dass man wettbewerbsfähig bleibt und wo es dann am günstigsten ist, aber dass es vielleicht auch mal gut ist, es vor Ort zu haben. Darauf wird nicht mehr geguckt. Ja. Da kann Sebastian jetzt ganz beruhigt sein. Also solange die Sonne scheint, ist er komplett autark. Ja, solange sie scheint, ja. Ja, mal gucken. Also ja, ich versuche schon so ein bisschen alternativ nach Windkraft zu schauen, aber das ist tatsächlich nochmal ein komplexeres Thema, was auch noch weniger, glaube ich, gerade so kleinen Windkraftanlagen sind, glaube ich, noch weniger gefördert und noch weniger irgendwie mit Herstellern übersät. Also das sieht irgendwie noch trauriger aus, wobei das eigentlich auch eine schöne ergänzende Sache ist, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Wind da ist, wenn die Sonne nicht da ist, die ist recht hoch. Und das, Ja, die Segeljachten, die haben ja meistens so eine Kombination. Da gibt es so einen Propeller für, wenn Wind geht, dann macht dann eben über den Windstrom oder dann eine Solarplatte darunter, wenn die Sonne scheint. Und dann haben die eigentlich mehr oder weniger eine Vollversorgung. Das habe ich mal irgendwo gesehen und dachte, das ist so genial. Wieso ist denn da noch keiner drauf gekommen? Aber natürlich sind Leute drauf gekommen, sonst hätte man es ja nicht kaufen können, ne? Bisschen teuer, muss man natürlich das Geld haben, um sich so eine Yacht zu leisten. Die kann man dann auch dann autark betreiben. Klar, habe ich jetzt nicht. Aber ich finde einfach diese Idee, man stellt da einfach so ein Brett vors Fenster und dann steht da so eine Pegelanzeige und so, ja, hier geschenkter Strom. Ich sammle das jetzt mal für dich ein. Wäre einfach großartig. Mhm. Also, wir dackeln da ja jetzt so ein bisschen hinterher. Also hab da ja auch so ein Buchprojekt mit so einem kleinen Solarserver, beziehungsweise ich hätte gerne einen kleinen Solarserver für dieses Buchprojekt, wo ich dann auch das Buch tatsächlich nur über diesen Solarserver zugänglich machen möchte.
Und da fummel ich jetzt irgendwie schon eine Weile dran rum. Und da sind jetzt auch diese Woche gerade zwei ganz, ganz kleine Solarpaneele halt angekommen. Und einen Laderegler hat man dann schon besorgt und zwei Akkus. Das liegt jetzt alles hier. Und jetzt sind wir gerade irgendwie mit der Vermieterin noch am Tun, dass wir das dann halt auch draußen anbringen dürfen. Aber das ist halt natürlich eine viel, 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 viel kleinere Anlage, weil es eigentlich nur darum geht, halt so ein Raspi eben durchgehend zu betreiben und gegebenenfalls das, was halt drüber hinaus an Strom verfügbar wird, irgendwie für was auch immer gerade zu laden ist, dann zu verwenden. Ne? Also da kriegen wir halt lange nicht so viel raus, was der Sebastian halt jetzt über so eine Hausanlage macht. das ist dann eher so die kleinere Variante, was man so zum Zelten normalerweise mitnehmen würde, so mit 2x50 Watt Paneele. Ja, und sich mal einen Laptop aufladen oder das Handy oder so. Ne? Das ist ja schon, ich habe jetzt einen neuen Bürocomputer bekommen. Das ist so ein, wie nennt man die denn, Mini-PC oder was? Oder wie so eine Zigarrenschachtel ist der nur noch. Und der nimmt mitsamt seinem Bildschirm nur 90 Watt auf. Also da brauchst du fast gar nicht mehr so viel. Das ist erstaunlich. Ne? Man kann da schon eine kleine PC, wie nennt man das denn, Arbeitsplatz, locker mit betreiben. So. Das stimmt, ja. Ja, also sonnige Aussichten. Wenn es irgendwann soweit ist, dass wir in irgendwas anderem wohnen, wo wir jetzt dann nicht irgendwie in der Hausgemeinschaft rausklingeln müssen, um irgendwas aufs Dach zu pflastern, dann werden wir da wahrscheinlich auch ein bisschen was Größeres machen. Aber jetzt so ein bisschen Erfahrung damit sammeln und so, wie das Ganze insgesamt läuft, ist das mal ein ganz nettes Kleinprojekt. Ja, ja. Auf jeden Fall, so hat es ja beim Podstock auch angefangen bei mir, als ich dann die Antenne dann auch solarbetrieben hatte, weil ich da dann keinen Strom hinlegen musste. Und ganz beim ersten Podstock habe ich die Akkus dann ja immer noch reingeholt, dann hatte ich zwei zum Tauschen und habe die dann immer vor Ort geladen und dann wurde mir das irgendwann zu blöd und dann habe ich auch so eine 50 Watt Solarzelle einfach drangepackt und dann war das Problem zumindest im Sommer auf jeden Fall gelöst, ja. Cool, ja. Da hat's angefangen, guck mal. Solarpodstock. Es fängt immer mit zwei harmlosen Dingen an, ne? Und ehe man sich's versieht, ist die Hausfassade voll. Genau, man wohnt in einem Glashaus aus Solarpaneelen. Die neuesten sind ja dann sogar Das würde schon gehen. Licht. Ja, es gibt ja wohl auch schon Entwicklungen, dass sie dann lichtdurchlässig sind. Also quasi eine klare Scheibe. Beinahe klar, nicht ganz klar. Aber ich stelle mir das so ein bisschen so vor wie dieser beheizbaren Heckscheiben beim Auto. Da sind ja so Drähte drin. Ne? Die machen ja auch irgendwas. Aber ich kann trotzdem durchgucken. So ähnlich stelle ich mir das halt auch vor. Dann kannst du da deine Wohnung wird nicht zu dunkel und du aus den Scheiben holst du den Strom. Was für eine großartige Idee, wenn das funktioniert. Und wenn ich es nur letztens kleine Mengen sind, aber immerhin. Scheiben haben wir genug. Was hast du letztens? Ich habe letztens einen YouTube-Bericht gesehen über ein wer sind die Dinger? Wohnmobil, wo das keine Solarplatten quasi mehr waren, sondern einfach Aufkleber auf der Seite des Wohnmobils. Also ringsherum einfach waren die Solarpaneele dünn aufgeklebt. Und dann dadurch hatte der halt komplett alle Energie, die er brauchte. Also auf dem Dach waren auch noch ein paar Platten und so, aber das fand ich sehr spannend. Also dieses einfach so ein Aufkleber, so dünn ungefähr, das ist sehr spannend. So welche wollten wir ursprünglich besorgen und dann hat uns aber der Händler, bei dem wir es bestellt haben oder der Clemens bestellt hat, angeschrieben, dass die jetzt dann doch leider nicht mehr am Lager wären und das jetzt doch andere würden. Ja, wahrscheinlich aber, wollen die jetzt alle haben, ne? Ja, genau. Aber die Sache ist auch, dass eben diese dünnen, die dann halt auch nur quasi eine Plastikbeschichtung haben, ein bisschen schneller kaputt gehen als halt die mit so einem Rahmen halt hinter Glas sind. Also, aber ist natürlich total praktisch, wenn du sie halt einfach auch vollflächig auf so eine Yacht oder ein Wohnmobil oder was du auch immer hast, da eben drauf tackern kannst. Und ich fand auch, also man sah überhaupt nicht, dass das irgendwie
Solar oder Photovoltaik oder was auch immer war, so einfach, war so ein Designelement einfach. Also sah dann auch noch gut aus. Ja, es gibt ja auch schon, dass so Hausfassaden oder sowas in allen möglichen Farben halt damit verkleiden kannst letztendlich. Also da passiert gerade ganz viel. Ja, eben, total gut. Das hört heute auch hoffentlich nicht auf. Die Weiterentwicklung meinst du? Die hört nicht auf. Ja, die hört hoffentlich, genau, die Weiterentwicklung und das Bewusstsein, dass das viel, viel geiler ist als Kohlestrom oder sonst irgendwas. Ja, ja. Ich musste letztens lachen, auf dem Weg zur Arbeit, an der Autobahn, da stehen ja auch immer mal so Geräte, was weiß ich, die den Verkehr zählen oder umspannen, irgendwelche was. Und da gibt's ja auch die Dinger, die dann mit so Solarplatten versorgt sind. Und da war eins, das hatte offenbar ein Update bekommen. Und in dem alten Rahmen, der ungefähr dreimal so groß war, wie die Platine, die jetzt da drin war, da saß halt die neue, leistungsfähigere Zelle, kleiner und mit der gleichen Leistung und brauchte halt nur einen Bruchteil vom Platz. Und sie haben die einfach in den alten, viel zu großen Rahmen reingetan. Das sieht so schräg aus. Aber das hat mir so ein bisschen gezeigt, ja, die Entwicklung geht einfach weiter. Also, wo man früher vielleicht 3 Quadratmeter braucht man heute dann nur noch 1,5 oder so, um die gleiche Menge zu ernten. Also da steckt noch ein bisschen Musik drin. Schön. Was dann auch die Sachen mit diesem durchsichtig wieder machbarer macht, weil ich habe mir ja erklären lassen vom Fellow Nerd, dass die Dinger, die wir jetzt haben, deswegen primär nicht durchsichtig sind, weil dadurch das Licht quasi einmal reflektiert wird und ein zweites Mal durch denselben Mechanismus geschoben wird und wir deswegen eine größere Ausbeute haben. Also durchsichtig geht schon, macht aber weniger Ausbeute an Energie, wurde mir gesagt. Also okay, das heißt grundsätzlich, das mit den Glasscheiben funktioniert schon. Und wenn wir halt noch ein paar Jahre weiterdenken, ist es viel wahrscheinlicher, dass das dann halt auch tatsächlich flächendeckend irgendwann in Einsatz kommt, wenn dann eben die Ausbeute entsprechend höher wird wieder, ja. Tja, könnte alles so schön sein. Ob es noch so weit kommt, wollen wir es hoffen. So, aufmerksame Hörer haben wahrscheinlich was bemerkt. Nicht nur, dass wir über die Sonne reden, sondern dass wir gar keinen Gast auf der Gartenbank haben. Ja, wir haben bisher nur 4 Namen genannt, meinen auch, also 5, aber keinen Gast. Und das ist tatsächlich heute der Fall. Wir haben keinen Gast. Weil das mit den Gästen beschaffen, das ist ja schon seit einiger Zeit so ein bisschen ein Problem. Und ich habe das Gefühl, das Problem wird nicht kleiner, sondern größer. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen heute mal wieder eine Redaktionskonferenz. Wer sich vielleicht erinnert, vor 70 Folgen hatten wir das schon mal. Da war Bedarf für eine Redaktionskonferenz. Und jetzt, kaum 70 Folgen weiter, ist wieder Bedarf für eine Redaktionskonferenz. Scheint an der Zahl 70 zu liegen. Diese magische Zahl 7, 7 Tage hat die Woche und so weiter. Vielleicht ist da ein Rhythmus drin. Auf jeden Fall hab ich den Bedarf, darüber zu reden, und die anderen 4 waren so nett und haben gesagt, okay, wenn es denn sein muss, dann reden wir auch mit dir. Also wir nehmen also jetzt sozusagen unsere Redaktionskonferenz und gehen damit auf die Gartenbank. Was ist das Problem? Das Problem ist, ich fühle mich nicht mehr wohl mit dem, so wie es jetzt im Sendegarten läuft. Mir tut das nicht gut. Warum tut mir das nicht gut? Ich möchte, wenn wir Gäste haben, möchte ich den Gästen irgendwie auch genügen, entsprechen. Das heißt, ich brauche ein Minimum an Vorbereitung, ein bisschen wenigstens verstehen, was treibt die da eigentlich an? Was macht die? Was machen die? Und das ist mir in den letzten Ausgaben immer auf die allerletzte Sekunde noch geraten. Letztes Mal zum Beispiel, wir haben einen Gast, der hat die 50. Episode und ich merke das erst während der Sendung, dass der gerade ein Jubiläum hat oder so. Ne? Das ist einfach total kacke. Mag ich nicht. Und dieser Gedanke, ich möchte irgendwie ein bisschen vorbereitet sein, bedeutet halt, dass ich in diesen
in die Vorbereitung und auch in die Nachbereitung doch ein bisschen Zeit investieren muss. Und kann das im Moment einfach nicht mehr. Ich hatte ja schon erzählt, ich habe die Abteilung gewechselt beruflich, kommen keine neuen Aufgaben, aber deutlich mehr Aufgaben auf mich zu. Mir geht irgendwie die Kraft flöten. Und ich habe ja schon vor ein paar Ausgaben gesagt, dieses nach Gästen suchen und sich selber mal so ein bisschen im Podcastland, da müssen wir auch noch drüber reden, also im Podcastland sich umgucken und sagen, was gibt's denn so Neues, vielleicht mal die Nullnummern-Kuration durchhören, die der Christian da zur Verfügung stellt. Das ist alles Theorie und schön, funktioniert aber nicht, kriege ich mit meiner Zeit einfach überhaupt nicht hin. Und das heißt, es ist überhaupt kein, wie sagte der Dirk, das Perlentauchen, also ne, wir suchen und gucken und ach, das ist schön, dann fragen wir mal den, sondern es hat ja teilweise auch schon dazu geführt, dass ich einfach aktiv rumgefragt habe, wer hat denn Lust, mal in den Sendegarten zu kommen. Das hat dann glücklicherweise auch zweimal sehr gut funktioniert, dreimal eigentlich, aber ehrlich gesagt ist mir das auch nicht ganz geheuer, denn wenn sich da irgendjemand meldet, den wir nicht kennen, muss man ja trotzdem vorher mal so ein bisschen gucken. Nicht, dass man da irgend so ein, was weiß ich, so einen demokratiefeindlichen, rechtsradikalen Podcast plötzlich an der Backe hat. Den will ich auf keinen Fall im Sendegarten präsentieren. Also ist da auch eine gewisse Vorbereitung von nöten und ist also ich kann es drehen und wenden, wie ich möchte. Ich habe im Moment das Gefühl, dass ich dieser Idee hier einen Einblick in das Podcast-Land zu vermitteln oder Gäste einzuladen und mit denen halt ausführlich über ihre Projekte zu sprechen, dass das irgendwie überhaupt nicht mehr aufgeht und mir tut das einfach nicht gut. Ich empfinde Stress, ich empfinde Last. Es ist schon jetzt öfter passiert, dass ich abends am Donnerstagabend denke, boah, nee, jetzt muss es sein. Und dann, passiert dann immer die Magie, wenn ich dann hier sitze und habe die netten Stimmen im Ohr, dann läuft das alles irgendwie und dann wird es auch sehr nett. Und ich mag und genieße das auch, aber diese Zeit vorher, die ist mir unangenehm und ich fühle mich damit einfach nicht wohl. Ich weiß nicht, ob ich das vermitteln kann, denn sobald das Mikro an ist, sobald ich jetzt hier rede, klingt das alles einfach so easy, auch wenn ich Interviews mache. Irgendwie kriege ich es halt hin und es läuft gut, aber ich muss zu viel reinstecken und meine Kräfte schwinden. Ich weiß nicht, wahrscheinlich entweder bin ich eine faule Couch-Potato, die einfach den Hintern nicht mehr hochkriegt, oder ich werde einfach alt, oder die Arbeit saugt mich aus. Ich weiß nicht, was es ist. Diesen Schwung, diese Leichtigkeit, dieses hinterher auch mehr Energie zu haben als vorher, weil alles so inspirierend war, das ist irgendwie weg. Und ich sag das jetzt einfach mal und bitte einfach um Kommentare und um Ideen, was wir da machen können. Ich würde gerne den Sendegarten weitermachen. Ich würde mich gerne hier mit den tollen Leuten, Claudia Vera, Sebastian und Lars, unterhalten. Wir haben gerade gemerkt, spontan, wir können über Sonnenenergie und Solarenergie so aus dem Ärmel irgendwas erzählen. Aber wir gucken uns um, Podcastland, wir stellen ja was vor, wir führen Menschen irgendwo dahin oder so. Und wen überhaupt, an wen richtet sich das alles? Ich bin komplett lost. Ja, so, das ist jetzt die Einleitung. Jetzt mal gucken, was passiert. Wer sagt was? Ist das jetzt der Moment, wo wir darauf warten, dass wer andere zuerst redet? Scheiß Moment, ne? Aber ich habe ihn rausgeholt. Ja. Nee, passt ja. Also grundsätzlich, ich kann das total nachvollziehen. Ich hatte ja 2020 schon dieses, also einfach so dieses Erleben von, ich weiß gar nicht mehr, was ich irgendwie zu diesem Ganzen da draußen sagen soll. Tatsächlich weniger wegen Corona, sondern eben wegen Dingen, die halt hier auch so mit Leuten rundherum irgendwie so passiert sind und so. Und da ging mir das schon mit meinen eigenen Projekten so, also meine eigenen Podcasts, dass ich einfach auch nicht mehr reden wollte. Aber auch eben mit diesem, wenn wir hier zusammengesessen haben, genau wie bei dir, Martin, das ist immer total nett, das gibt dann so Aufschwung. Und so bei euch, so in der Runde,
fühle ich mich dann auch wohl und da macht das dann auch richtig Spaß. Aber meine eigenen Projekte sind halt momentan auch über die letzten 2 Jahre, sind die halt auch so rumgegammelt, weil ich da auch irgendwie, ja, es war halt insgesamt mehr Last als Spaß dran. Und das wurde jetzt dann irgendwie in letzter Zeit mit diesem draußen und Krieg und überhaupt insgesamt auch nicht besser. Und es ist so leicht anders gelagert, aber das Prinzip geht mir da halt doch sehr ähnlich. Also, es ist alles, was ist denn deine Lösung für dich? Hast du für dich eine Lösung? Auch weniger machen? Oder, weiß nicht, fängst du das Joggen an, um mehr Energie zu dir zu verschaffen oder so? Ich habe da ernsthaft schon drüber nachgedacht, ob es eine Frage von Fitness ist und ich da vielleicht was tun könnte. Aber ich glaube, am Ende ist es was anderes. Das ist sowas wie eine mentale. Ich habe ja schon mal gesagt, mir ist die Neugier so ein bisschen abhanden gekommen. Ich glaube, das ist einfach so ein Alterseffekt. Darf ich gar nicht sagen, aber ist so. Würde ich so jetzt auch nicht sagen, aber dazu vielleicht gleich nochmal. Nee, zuerst zu diesem, was ich tue. Ja, also meine eigenen Projekte, da mache ich halt einfach gerade nicht viel. Und immer nur dann, wenn ich das Gefühl habe, dass es irgendwie nützlicher Content ist. Also beim Datenschutz-Podcast jetzt zum Beispiel dann Folgen zu sollten wir zurückcybern oder besser nicht? Ja, besser nicht, ne? Eh klar. Aber solche Sachen, wo ich mir dann denke, das ist jetzt eine Information, die sollten Menschen da draußen haben. So. Mhm. Und bei allem, wo ich mir denke, so, ja, steht eh in 20 Blogs drin oder können sie eh auf netzpolitik.org nachlesen, ja, dann muss ich da jetzt auch nicht zwingend mich in die erste Reihe drängen. Ne? Und zu diesem Energie oder woran liegt sonst, das hattest du gerade auch ein bisschen angerissen mit diesem, es gibt dieses Podcast-Land eigentlich nicht mehr, von dem wir da eigentlich reden. Ja. Oder reden wollten. Ja. Und der Lars schrieb dann heute in unserer Sendegarten-Signal-Gruppe dann so, ach ja, es läuft ja gerade mal wieder diese Abstimmung für diesen deutschen Podcast-Preis. Und ich dachte so, Podcast-Preis, da war was. Hm. Nachdem ich ja auch so gut wie nie auf Twitter bin, kriege ich ja nie was mit, außer eben bei euch. Und ich guckte dann mal auf die Seite und scrollte so durch diese Podcasts und ich kannte genau 2 und dachte mir so, alter Schwede. Also in einer Rubrik 2, aber es ist halt trotzdem so, wow, von, weiß ich nicht, 100 oder so, die auf dieser Liste da waren. Und das ist so. Ja. Mir ist das die Tage auch aufgefallen. Sandro Schröder, so ein Radiojournalist, der hat schon längere Zeit einen Newsletter zum Thema Podcast, wo er auch Podcasts vorstellt. Er macht jetzt auch ein Audioangebot mit seiner Frau zusammen und er macht genau das, was wir mal als das Podcastland noch so. Wo man noch die Arme drum schließen konnte, so hatte ich das Gefühl, der geht da jetzt systematisch durch. Aber der macht das eben mit einer, wie soll ich sagen, mit einer Sorgfalt, die wir ja hier einfach nie hatten und haben wollten, aber auch das, wir kriegen das, also ich kriege das einfach nicht hin. Also und dann, was soll man sich denn dann auch irgendwie mühen, wenn das sowieso nicht gut wird. Also ja, das kommt dann später dazu vielleicht, was man tun könnte, keine Ahnung. Aber genau, das Podcastland, wir haben ja diesen Slogan, hier blüht das Podcastland, der war schon lange falsch, aber der ist jetzt noch viel falscher, denn das Podcastland kenne ich nicht mehr, weiß ich nicht. Ich kenne einen winzigen Ausschnitt, ich kenne die Freunde von Podstock. Wenn wir uns sagen, wir machen für die machen wir Content, das wäre vielleicht sogar ein Fokus, wo man sich irgendwie reinschaukeln könnte oder so. Aber ich habe es ja jetzt auch wieder erlebt, der Bernd hat retweetet, dass er bei uns gewesen ist und schon kommen wieder aus unterschiedlichsten Ecken Leute, die den Twitter-Kanal abonnieren und natürlich auch eine gewisse Erwartung haben, da kriegen wir jetzt tollen Content demnächst. Und nee, ist eben nicht. Und das drückt mich, das hat mich vor 70 Folgen schon gedrückt, dann haben wir das irgendwie vom, also das war mehr so eine mentale Sperre,
Die haben wir da aufgelöst bekommen. Jetzt habe ich einfach wie soll man sagen, es ist mehr körperlich, es ist jetzt nicht mental. Also Lust hätte ich immer noch, aber ich krieg's einfach nicht hin. So, wieder ich. Entschuldigung, lauter Ich-Botschaften heute. Ich würde ja. Das ist ja auch total okay. Also, ne, deswegen sitzen wir ja auch zusammen, weil darum geht es ja letztendlich. Und Menschen im Chat haben übrigens geschrieben, Sendegarten neu erfinden, muss denn die Gästebetreuung immer am Martin hängen bleiben? Also geht es dann halt eher um die Vorbereitung als um das Format und den Inhalt an sich? Oder könnte man das vielleicht eben in der Vorbereitung auf mehrere Menschen aufteilen? Und ja, dann nehme ich mich selber auch an die eigene Nase. Ich habe jetzt dann auch, ich glaube, über die ganze Zeit nur zwei GästInnen selber mal mitgebracht, in Anführungsstrichen. Das nehme ich mir auch durchaus selber dann halt mit. Könnte ich durchaus mehr machen. Vor allem jetzt dann auch, wo hier nebenbei Ausbildung Gedöns vorbei ist, soweit ist da auch wieder mehr Zeit da grundsätzlich. Ist aber trotzdem die Frage, wo wir hinwollen. Also da können wir dann vielleicht gegen Ende gleich nochmal oder im nächsten Sinnabschnitt. Wobei ich da vielleicht nochmal eben einhaken, um es nicht irgendwie schief werden zu lassen. Ich habe euch gefragt, ob ihr beim Sendegarten mitwirkt. Ich habe nicht die Erwartung gehabt, dass ihr jetzt sozusagen das, was ich hier mache, irgendwie den Organisator, den Antreiber, den Terminsetzer, den Einlader und so weiter, dass das jetzt alles übernommen wird, sondern ich brauchte einfach Unterstützung und habe also nicht nur, weil ich es brauchte, sondern weil ich es auch wollte. Wir haben einfach ein tolles Team. Aber meine Erwartung ist jetzt auch nicht, dass es mir einer komplett aus der Hand nimmt. Und jetzt, ich meine, wenn das so ist, sage ich Hurra. Aber das ist jetzt nicht so ein Vorwurf, den ich in die Welt setzen würde. Nach dem Motto, alles bleibt an mir hängen, wir sind doch ein Team und das muss ich doch mal verteilen. Nee, das ist einfach anders eingetütet gewesen. Und das ist alles schon richtig, wie es jetzt ist. Die Unterstützung, die aus dem Team kommt, die sieht man manchmal gar nicht. Das ganze Technische wird einfach still und leise von Sebastian gemacht. Lars ist ein großartiger Shownote-Vorbereiter und da passieren Dinge, die sieht man nicht so im ersten Hingucken. Von daher bin ich mit dem Team überhaupt nicht unglücklich. Also nicht, dass das jetzt irgendwie so ein Bashing oder sowas in Richtung Team geht oder so. Ne? Bitte also nicht falsch verstehen. Es ist so, liegt also eher in mir. Ich habe die Rolle, die mir vorher oder bis jetzt sehr viel Spaß gemacht hat, oder bis zu, wenn ich ehrlich bin, ist das schon so seit, was weiß ich, eine Handvoll oder 10 Episoden oder so, wo ich immer denke, oh, jetzt musst du wieder. Das hat sich so langsam eingeschlichen und das ist einfach eine Veränderung bei mir. Muss irgendwie eine Lösung für finden. Das ist das. Also nicht das Team beschimpfen, das wäre ganz und ganz falsch. So, nur an die Hörenden oder die Mitschreibenden hier adressiert. Also Kudos an den Chat. Es wurde gesagt, das sollte auch kein Vorwurf ans Team sein. Genau, sind wir uns ja einig. Genau. Ich würde mal gerne den Lars fragen, denn der ist ja unglaublich aktiv. Also ich habe gerade vor kurzem eine Auf-Distanz-Episode gehört und schon die nächste, gestern beim Spielen über den Kennzeit-Wettbewerb, du wirst demnächst da hinfahren, du warst in Oberpfaffenhofen, du hast anscheinend einen Energiespeicher geheimer Größe. Nee, Wo holst du das her? Die Größe ist geheim und ich lüfte das Geheimnis, der ist lange nicht so groß, wie es den Anschein hat. Ich habe mich einfach sehr auf Distanz konzentriert die letzten Wochen. Und das war denn auch wirklich im Moment genug. Also sprich, ich habe im Moment auf andere Podcast-Projekte in Eigenregie. Ich hatte noch Ideen für den Suspended Particle-Kanal, der schon seit Jahren ein trostloses Dasein fristet. Da hatte ich Ideen für, ganz konkrete Ideen, die ich auch immer noch toll finde. Und ich sehe das in keinem Zeithorizont, das im Moment anzugehen.
Und hier sind im Moment auch noch so ein paar Sachen am Haus zu tun, wo ich im Moment auch sage, boah, jetzt gerade nicht. Also das mit auf Distanz klappte jetzt, weil ich ein paar tolle Gelegenheiten hatte, tolle Dinge zu tun. Diese Kenset-Folge, die du jetzt erwähnt hast, die war sehr improvisiert und ich bin überhaupt nicht zufrieden damit, wie die geworden ist. Aber der Wettbewerb ist jetzt gelaufen. Da bin ich jetzt am Dienstag, Mittwoch auf Achse gewesen. Und ja, jetzt erstmal habe ich keine weiteren Reisen auf der Liste bis September. Ich habe noch die Hoffnung, dass vielleicht so ein, zwei Dinge zwischendurch sich mal ergeben über den Sommer, aber jetzt gerade bräuchte ich also nicht noch eine weitere Reise oder so. Das war schon genug. Also der Energiespeicher ist ganz gut geleert gerade. Zu der Sache mit dem Podcastland. Also da habe ich zwischendurch immer wieder mal drüber nachgedacht und bin der festen Überzeugung, dass der Überblick über das Podcastland, von dem wir immer wieder mal gesprochen haben, schon viel länger eine Illusion ist, als uns selber klar ist. Ich musste da auch dran denken, als mal beim PPW oder später Subscribe, ich weiß nicht genau bei welcher Veranstaltung, da gab es glaube ich mal einen Talk von einer Person, die irgendwie bei einem Heimwerk- oder Handarbeitspodcast irgendwas gemacht hat. Und ich meine, dass es da in der Community so eine riesen Überraschung gab. Oh, da ist eine komplette Bubble, von der wir noch nichts mitgekriegt hatten. Ja. Das, da war so ein Amazement, so ein Erstaunen da. Mhm. Und das war eben eine, wo man durch eine Initiative eines bestimmten Menschen bei dieser Veranstaltung mitbekommen hat. Da ist noch viel, viel, viel mehr. Und das ist nur das eine und das ist auch schon wieder, ich weiß gar nicht, wie lange her, 5 Jahre, 6 Jahre, ich weiß gar nicht. So, und das war damals schon so. Also ich glaube, dass schon fast beim Start des Sendegartens nach der Pod-Union eventuell dieser Blick, der scheinbare Überblick über das Podcast-Land in Wirklichkeit gar nicht mehr da war, sondern man hat seine Nachbarschaft gesehen, seine Bubble. Und das ist auch vollkommen okay. Da ist jetzt nichts davon ist jetzt irgendwie bös gemeint. Aber deswegen, ich glaube, dieser Anspruch, dieser Versuch, da irgendwas zu leisten, was umfassend ist. Und ja, wenn ich es jetzt ein bisschen böser sage, irgendwie auch neutral und total fair, dass man alles irgendwie abdeckt und von dem und man muss mal alle Seiten gehört haben und so weiter. Das schafft man nicht. Das ist ja. Aber unsere Episoden über Wrestling oder Perry Roden oder sowas, wo wir die Gäste hier hatten, das ist ja auch nicht meine Welt eigentlich. Das fand ich schon schön, aber das hat eben auch genau diese Vorbereitung erfordert. Ne? Sonst bringt das nichts. Du kannst nicht Leute einladen und dann überhaupt nicht wissen, wozu kann ich die dann eigentlich was fragen? Dieser Pritlaffsche Ansatz, beste Vorbereitung ist keine Vorbereitung, das ist nicht meins, das kann ich nicht. Nee, meins auch nicht. Ich muss ich leider für einen Moment kurz von mir reden. Wenn ich also irgendwo hinfahre und ich weiß, ich werde mit Person X sprechen, dann kann ich mich meist ziemlich gut vorbereiten. In dem Moment bin ich auch ziemlich happy, wenn es was Schriftliches gibt. Dann kann ich nämlich in meinem Tempo da durchackern, meine Recherche machen, meine Fragen aufschreiben, mir vielleicht einen roten Faden überlegen, irgendwas, wo der Podcast dann, ne, wie würde ich gerne mit Person X dann sprechen. Dann gibt es die Situation, dass ich irgendwo hinfahre, wo ich aus der Einladung einer Stelle irgendwo erfahren habe, es wird Gesprächspartner zum Thema geben. Ich weiß aber nicht wen. Ich weiß auch nicht, was deren Fachgebiete sind, worüber die, also können wir grob über dieses Thema sprechen. Das heißt, da folgt dann ganz schnell vor Ort Vorbereitung, versuche ich noch irgendwie da was zusammenzuklöppeln. Und eben auch, wenn ich mit mehreren Leuten spreche, dass ich von jedem einen Block kriege, so dass am Schluss ein ganzes Puzzle entsteht, das irgendwie gut aussieht. Keine Ahnung, ob es gelingt. Aber diese Vorbereitung, teilweise dauert die richtig lange. Und du leistest die alle 2 Wochen eben dann konkret meist mit PodcasterInnen.
Und dafür hörst du in Dinge rein, du liest dir Sachen durch, du schaust in die sozialen Medien, ich weiß gar nicht, was du noch alles machst, aber du hörst dir eben auch noch Sachen an. Und dieses dir Sachen anhören, das ist zum Beispiel eine Sache, die mich geschwindigkeitsmäßig limitieren würde. Ne? Ich lese sehr, glaube ich, relativ zügig quer. Und greift mir da irgendwas raus. Wenn ich aber weiß, der Mensch hat in Episode XYZ von dem Podcast ABC irgendwas gesagt, diese Stelle dann zu finden und die Episoden sind 2,5 Stunden lang, wow, da hätte ich aber eine Blockade im Kopf, da hätte ich überhaupt gar keinen Spaß dran, obwohl ich wirklich sehr gerne Podcasts höre. Aber das jetzt für den Sendegarten mit der Vorbereitung, ich sag's ganz offen und es klingt furchtbar böse und es klingt ganz gemein, bitte Sie versteht's einfach als größten Respekt, wenn ich das jetzt so flapsig sage, ich würde das nicht mit dir tauschen wollen, mit dieser Vorbereitung. Mhm. Das könnte ich ja auch nicht leisten, schon gar nicht alle 2 Wochen. Verstehe ich total. Das ist eine Aufgabe, die habe ich mir selber gesetzt und ich merke, dass mir die Aufgabe langsam über den Kopf wächst. Und da möchte ich einfach früh genug zu sagen, weil, also ihr wisst es, wenn jemand von euch sagt, heute ist nicht so gut oder ich kann nicht oder so, ich sage immer als erstes, denk an dich, ja, es muss dir gut gehen, genau wie Claudia das in der Vorgespräch gesagt hat, ist es wichtig, dass es allen gut geht und ich dann auch sie gefragt habe, und was ist mit dir? Und ich muss die Frage auch an mich stellen. Ich kann nicht nur dafür sorgen, dass es allen anderen gut geht, ich muss auch gucken, dass es mir gut geht. Und ich habe tatsächlich in letzter Zeit das Gefühl, mir geht es dann nicht mehr so gut. Mir tut das nicht gut. Ich mache da etwas, habe mich da in eine Situation begeben, die ich zumindest im Moment, vielleicht liegt es auch an Corona, vielleicht liegt es auch an dem Weltgeschehen oder an dem dunklen Winter oder was auch immer. Vielleicht ist das auch in einem halben Jahr, wenn plötzlich Weltfrieden ausgebrochen ist und überall die Sonne scheint und wir den Strom sammeln und so weiter, alles wieder besser, kann sein, dass das so eine Delle ist, aber das ist jetzt schon, es kommt nicht so plötzlich, sondern es hat sich langsam hin entwickelt. Ich hatte ja auch so meine Schwermutphasen in der Corona-Zeit, das hat die Sache auch nicht besser gemacht. Also ich glaube so langsam, dass ich die mir selbst gestellte Aufgabe, dass ich da nicht mehr mit klarkomme. Und es ist keine Adressierung, Lars, mach du das doch jetzt oder Claudia, übernimm oder Vera, du könntest doch auch mal oder so. Nein, nein. Ich habe es nicht so verstanden. Ne? Dass, nee, bitte, das ist genau so gemeint. Ich wollte nur eben sagen, für das, was du da tust, eben ganz großen Respekt. Ich könnte es nicht und ich hätte, selbst wenn ich es versucht hätte, ich wäre lange nicht so weit gekommen. Ich glaube, ich hätte nach 4 Folgen dahingeschmissen, hätte gesagt, boah, ich bin ausgebrannt. Also das... Deswegen, ich finde das Ganze enorm. Du hast das Ganze bei der Pod-Union ja auch schon ziemlich lange gemacht. Und es ist ehrlich, du hast das sehr lange durchgehalten. Und man hat es nach außen meiner Meinung nach eben nicht gemerkt, dass dir das jetzt schwerer fiel. Und auch das finde ich irgendwie hart, wenn ich das irgendwie sagen darf. Und ja, dann muss man da reagieren und Dinge anders machen. Wir können ja mal gucken, wo uns das heute hinführt. Genau. Also plus eins, was der Lars sagt, ich könnte das in diesem Umfang auch nicht leisten. Ich bin jetzt irgendwo zwischen dem Tim Pritlove-Ansatz und dem Martin Rützler-Ansatz. Also wenn ich GästInnen habe, dann bereite ich das minimalistisch vor, also das, was man halt so üblicherweise über eine Person wissen sollte, schaue ich dann auch tatsächlich nach, aber alles andere frage ich dann halt. Ich glaube, also das war jetzt für meine Sachen auch in Ordnung so, ist aber halt auch ein ganz anderer Anspruch natürlich. Und auch, was der Lars gerade auch schon gesagt hat, deswegen auch ganz, ganz große Hochachtung dafür, in dieser Detailfülle und in dieser letztendlich auch sehr liebevollen und wertschätzenden Vorbereitung aller Folgen und aller Interviews. Ich finde das immer wieder total faszinierend. Aber ich verstehe auch absolut, warum es irgendwann sehr, sehr viel wird. Hm. Ja, weiß nicht, was tun. Vera, hast du eine Idee?
kannst du den gordischen Knoten schlagen, durchschlagen? Also in mir fiel gerade nur die Sache ein. So, und jetzt müssen wir bitte alle überlegen, was wir tun können, damit es dir besser geht. So, also weiß ich nicht, den Turnus ändern, das Konzept ändern, genau. Und jetzt, das müssen wir jetzt halt, also genau das, was die anderen auch sagen, ne? Also Respekt und so. Aber jetzt müssen wir halt gucken, dass wir den Stress aus dir rauskriegen und eine Lösung finden. Bin ich der Meinung. Weil ich habe das bei meiner Slam-Organisation halt jetzt auch gerade genau dieses Gefühl, so dass alles nur noch stressig ist und gar keinen Spaß mehr macht und so. Und wir haben jetzt die Lösung gefunden, dass wir das Line-Up quasi jetzt monatlich uns, also wir sind jetzt zu zweit, die wir uns das Line-Up und wir haben uns die Monate aufgeteilt. Ich bin für die ungeraden Monate zuständig, der andere Mensch für die geraden Monate. Ja, und das ist jetzt einfach viel, viel stressfreier. Also nicht, dass ich könnte, glaube ich, nicht irgendwelche GästInnen einladen und Interviews führen oder sowas. Irgendwie können wir ja da mal gucken, was wir tun können, um den Stress rauszuholen aus dieser ganzen Sache. Und wenn es erstmal sowas ist wie, wir machen das nur noch alle 2 Monate, dann ist wenigstens dieser Zeitfaktor nicht mehr. Dieses 2 Wochen und jetzt müssen wir jemanden finden, sondern wenn da irgendwie 2 Monate oder ein Monat Zeit ist, dann ist halt vielleicht dieser Zeitstress auch nicht mehr da. Dann ist wenigstens eine Stresssache weg. Genau. So. Ja, was mich immer, was bei solchen Ideen so ein bisschen zurückschrecken lässt, ist der Gedanke, ist das so der Anfang vom Ende? Ja, ist das dann reitet man eigentlich ein totes Pferd und man weiß schon, ja, nee, eigentlich müsste man jetzt so wirklich sagen, komm, es ist jetzt am schönsten und wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Also ich würde das so sehr bedauern, weil ich einfach auch was wir jetzt gerade hier machen, ne, dieses freie einfach daherreden, es gibt keine Erwartung, dass jetzt einer von uns hier die glorreiche Lösung irgendwie auf den Tisch wirft, sondern so wir wurschteln uns jetzt mal so gedanklich einfach an diesem Thema entlang und schauen mal, was passiert. Das möchte ich, also wenn das nicht mehr wäre, dann würde ich wirklich was vermissen. So, also ich fände es einfach total schade. Ja, also ich rede ja immer auch beim Slam immer so, also eher das Publikum, von der künstlichen Verknappung, dass quasi mehr Leute kommen, wenn sie sehen, okay, Mist, ich habe jetzt keine Karte mehr bekommen, dann komme ich das nächste Mal. Und das hatten wir irgendwie zwei, drei Veranstaltungen, dass wir halt tatsächlich ausverkauft waren und dass wir den Monat drauf wieder ausverkauft waren. Und vielleicht tut uns das ja gut, wenn wir sagen, wir treffen uns nicht mehr so häufig. Dafür ist aber dann die Qualität besser oder so. Also, ne? Also habt ihr jetzt verstanden, was ich sagen wollte? Ja. Ja. Ich hoffe. Oder wir sagen sowas wie, wir machen nicht mehr jedes Mal eine GästInnenfolge, sondern vielleicht im Wechsel mit einfach, wir sitzen zusammen und reden über was auch immer gerade halt los ist. Das wäre ja auch noch eine Option, wo der Lars uns erzählt, was er gerade gemacht hat, vielleicht in einem seiner Projekte, falls da was passiert oder bei mir oder wie auch immer, in einem unserer Projekte oder oder eben auch nicht. Oder was wir auch gerade irgendwo entdeckt haben. Das wäre ja durchaus auch eine Option. Und dann lernen wir alle vom Sebastian, wie das mit diesem Solar richtig geht. Wäre ja durchaus auch eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, diese GästInnen-Folge gibt es halt nur noch jedes zweite, jedes dritte Mal. Ja. Genau, Sendegarten und Bonsaibaum oder so. Wobei ich ja tatsächlich schon sagen würde, da muss ja nicht mal ein Schema rein, sondern Gast oder Gästin ist einfach da, wenn es passt und alle Bock drauf haben oder vielleicht gerade was Besonderes anliegt, über das man mit dieser Person dann eben einfach spricht, ne? Dass irgendwas Bestimmtes ist gewesen, eine Person hat das und das erlebt, darüber hat gepodcastet und
Ja, darüber will man dann vielleicht mal reden oder eine Person hat irgendwie eine tolle Software geschrieben, die hilft oder es gibt ein neues Audioprodukt oder jemand erzählt von den Erfahrungen damit oder was auch immer. Aber das muss man ja nicht mal in ein Schema gießen, dass man sagt, irgendwie einen Wechsel oder so, sondern einfach wie, hey, ich habe hier das gesehen, wollen wir da mal? Oder jemand sagt, hey, ich habe das und das gemacht, darf ich mal? Und ja, dann wird halt über diesen Punkt gesprochen, ohne vielleicht auch ganz groß in die Historie, wie ist dein Werdegang? Ich meine, sowas kann man natürlich immer noch mal mit abklopfen. Das kann man aber natürlich auch, auch ein bisschen vereinfachen und einfach weniger in die Tiefe treiben. Und da komme ich ganz kurz, ich kapere das jetzt ganz böse mal eben für einen Satz von mir. Ja, mir ist der Sendegarten oft zu lang. Mir wird es zu spät. Das ist für mich oft ein und ich weiß genau, der Tag danach ist total im Eimer. Das passiert mir sehr oft, wenn wir eine bestimmte Längenmarke reißen, weil ich danach nicht wieder runterkomme und eigentlich der Sendegarten tatsächlich nachts in Träumen und in meinem Kopf ich die ganze Zeit absurdeste Interviews höre. Also weil es sind halt Träume, die sind absurd und in meinem Kopf hört das nachts nicht auf und am nächsten Tag geht's mir echt beschissen. Das passiert dann, wenn das Ding zu lang wird. Und wenn man einfach auch weniger in die Tiefe geht und danach noch ein bisschen Zeit hat, runterzukommen, das wäre so, wenn wir über Veränderungen sprechen, so ein Ding, das ich mit reinwerfe. Dann anderer Rhythmus war ein Thema. Ich habe mir tatsächlich als Vorschlag in die Notizen aufgeschrieben, vielleicht einmal im Monat statt alle zwei Wochen. Das halbiert die Frequenz. Also sagen wir mal alle vier Wochen, nicht alle zwei. Dann könnte es halt immer noch zweimal im Monat stattfinden, theoretisch. Aber man hat halt immer vier Wochen Abstand. Und das, was mir noch einfällt, ist, wenn man jetzt eben sagt, die Folgen ohne Gast, ohne Gästin, quatschen wir einfach. Das wäre natürlich schon so, dass das ein bisschen Laber-Podcast-Format wird. Wahrscheinlich irgendwo ein bunter Haufen rund um Themenblock Podcasting. Das wäre dann schon so nicht mehr das, was vielleicht Menschen vom Sendegarten erwarten. Aber das ist ja auch eigentlich das, was wir immer gewarnt haben, dass der Sendegarten eigentlich nicht irgendwie einen Riesenanspruch bedienen will. Das ist ja teilweise einfach so passiert. Und dann würde man an der Stelle vielleicht mal die Reißleine ziehen. Aber ja, das war jetzt ein ziemlich wirrer Ballon von mir, aber das fiel mir jetzt gerade so ein alles. Nee, finde ich gar nicht wirr, was du gesagt hast. Entschuldigung, darf ich eben abbinden oder mein Gedanken beziehungsweise weg? Weil du sagtest, kein Schema sozusagen. Ich sehe da schon ein Schema, denn bisher haben wir ja sozusagen jede Folge einen Gast und wenn mal kein Gast ist, ist das die Ausnahme. Also in der Regel haben wir einen Gast oder Gästin, Ausnahme kein Gast. Wir drehen das einfach um. Sagen, in der Regel sitzen wir alleine zu fünft oder wer gerade da ist und ab und zu kommt mal jemand vorbei, der gerade so gesagt auf sich aufmerksam gemacht hat, wie auch immer, absichtlich oder nicht unabsichtlich nennt man das denn, also beiläufig oder so, was weiß ich, wenn der und es müsste dann aber, da schränke ich dann ein, jemand sein, der irgendwie keine Blackbox ist. Also wir haben das ja, dieses Blind Date unterm Gartenbaum, das habe ich ein paar Mal so verwendet und ich lese auch gerade hier im Chat als Vorschlag, das ist, ich habe keine Ahnung, das ist wahnsinnig aufregend und anstrengend. Also wenn da jemand sitzt, von dem man überhaupt nicht weiß, wer ist das und versucht dann da irgendwie ins Gespräch zu kommen, das wirkt alles natürlich immer easy und flott, aber in meinem Hirn, während wir das machen, ist echt Hochbetrieb. Ja, soweit das in meinem Kopf möglich ist, aber und das ist sehr, sehr anstrengend. Also da möchte ich mir lieber so einen ohne Kuh hier hinsetzen, der irgendwie Ende April oder Anfang Mai ein neues Projekt irgendwie startet und sagt, wir kennen uns, ich weiß, wer du bist, du musst nichts mehr erzählen, was hast du denn davor? Und dann sagt er, ja, das ist eine Mischung aus meinen zwei anderen Projekten und ja, dann können wir alle irgendwie anknüpfen und das können wir easy machen. Sowas kann ich mir locker vorstellen, aber jetzt einfach in eine komplett neue Welt rein zu sich denken, ne? Was weiß ich, der Fallschirm-Podcast, oh Fallschirmspringen, wie geht das denn, ne? Und so, nein, das geht nicht. Einmal pro Monat finde ich auch eine gute Idee und was du noch gerade gesagt hast, Lars, der ist jetzt so lang, ja, wir haben ja seit
Anfang dieses Jahres oder noch länger, haben wir so ein bisschen die Regel, 22 Uhr soll Schluss sein. Und das habe ich bisher einmal geschafft. Und trotzdem versuche ich jedes Mal, ich schaue ja eigentlich regelmäßig auf die Uhr und versuche immer so abzupeilen, was kommt jetzt alles noch? Wie viel brauchen wir denn? Vielleicht noch 20 Minuten, noch 30 Minuten. Das neben der Frage, was soll ich jetzt fragen und wie läuft das Gespräch, kommt dann auch noch die Frage nach der Zeitgestaltung und so weiter. Ich komme langsam vor wie so ein Profi-Moderator und das kann ich halt nicht, was ich nicht gelernt habe. Aber was zur Frage noch, Zeit noch dazu kommt, beim vorletzten oder letzten Mal, wo wir irgendwie schon sowieso so ein bisschen schwierig dran waren, war Gast und so, da hatte ich endlich eine Lösung und so, dann und dann ist der und der da, er freute mich so ein bisschen und dann kam als Reaktion auf dem Signalkanal, ja, aber bitte nicht so lang. So die erste Reaktion auf, yay, wir haben einen Gast, ja, aber bitte nicht so lang und ich muss morgen früh aufstehen. Alles völlig berechtigt, aber das hat mir so ein bisschen auch wieder die Energie weggenommen. Ich dachte, oh nein, das ist doch jetzt, ja, ich verstehe das Bedürfnis und das soll ja auch befriedigt werden, aber als erste Reaktion auf endlich, ja, endlich, wir haben einen Gast, nee, also das war auch ein bisschen so ein schwieriger Moment, muss ich sagen. Also jetzt Claudia. Mit der Länge an sich habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht so das Problem. Es hält uns aber auch niemand davon ab zu sagen, wir fangen einfach um 19 Uhr an. Also was? Grundsätzlich. Wäre ja auch durchaus eine Option. Ja, aber es strengt dann trotzdem für mehrere Stunden an. Also ich bin dann irgendwann, bin ich einfach dicht. Also im Prinzip können wir auch sagen, ja, machen wir 6 Stunden, fangen aber um 4 an. Also es ist, ich übertreibe jetzt absichtlich, um meinen Punkt klar zu machen. Wenn wir irgendwie auf 2 Stunden kommen von 8 bis von 20 bis 22 Uhr oder so, ich denke, dann ist auch, also zumindest für meinen Kopf ist es mit 2 Stunden wirklich gut gewesen. Wenn man das jetzt um 19 Uhr anfängt und sagt, man ist um 21 Uhr durch, würde ich das ziemlich abfeiern. Aber ich schätze, das werden nicht alle schaffen. Ja, das wird schwierig. Aber grundsätzlich finde ich das mit der Zeitbeschränkung auch nicht so schlecht. Aber das ist natürlich umso einfacher, wenn wir quasi themenfrei sind. Ne? Wenn wir jetzt hier einfach heute rumlabern, jetzt um 22 Uhr sozusagen genug gelabert und machen den Laden zu, ist ja ganz einfach. Schwierig wird es, wenn der Gast oder die Gästin bei der letzten Frage in dem gedachten Slot, also ne, ich habe gerechnet, noch 20 Minuten, Blühkalender, Blütenschätze und so weiter, kommen wir gut aus. Und dann macht der bei der Abmoderation noch eine, wer weiß was für eine großartige Bemerkung, wo man dann merkt, oh, da ist noch ein großes Thema. Ja, und dann bin ich das Trüffelschwein, dann kann ich auch nicht Nein sagen. Also dann, ne, was ist denn da? Und dann sind wir schon wieder 10 Minuten über die Zeit. Da bin ich dann auch nicht gut genug. Naja, es kommt ja jetzt auch nicht unbedingt um 5 oder vielleicht auch 10 Minuten an, aber wir hatten auch schon mal 22 Uhr gesagt und dann war es plötzlich wieder 11. Also was? Ja. Wir hatten auch mal die Situation, wenn wir jetzt gerade schon so offen sprechen, dass ich mal geschrieben hat, hier ist so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, wir sollten allmählich weiterkommen. Ist ja erst so und so spät. Ja, aber da kam natürlich auch noch einiges hinterher und es wurde natürlich dann auch später. das war dann so ein Ding, wo ich gedacht habe, okay. Ja, aber wenn man sich so ein bisschen dahin orientieren kann, dass man es versucht, das wäre schon sehr schön. Und ich denke, bei den themenfreien Folgen ist das eben, wie du schon sagst, eher einfach. Und natürlich könnte man jetzt auch nochmal sagen, wenn dann Gästin da ist, dass man das eben nicht derart in der Tiefe macht mit dem Kennenlernen. Und genau. Man kann an der Stelle ja auch etwas Umfang rausnehmen. Und das ist keine Kritik an deinen Interviews. Ich finde sie toll, Martin. Nee, das klingt jetzt so ein bisschen so, ach ja, wir nehmen einfach was weg, tut ja keinem weh, so ist es nicht gemeint. Natürlich nimmt man dann schon was weg, aber man würde vielleicht an der Stelle einfach den Charakter ein bisschen verändern und sagen, okay, dafür wird es nicht so lang. Und wenn wir darüber reden, wir haben eben dann nicht irgendwas Festes und wir stellen fest, mit diesem Gast war das jetzt so spannend, mit dieser Gästin. Jetzt kommt halt in 3, 4 Wochen oder wann auch immer noch mal wieder und dann sprechen wir weiter.
Das ist ja, die Idee ist ja auch schon oft gesagt worden, aber irgendwie haben wir das nie hingekriegt, weil diese Selbstdisziplin dann irgendwie nicht funktioniert. Also ich habe mir schon mal, es gibt ja den, wie heißt denn der Podcast mit dem Herrn Richter, Markus Richter, der Weisheit, glaube ich. Und die lassen im Grunde eben als auf einer Nebenspur lassen die einfach eine vorbereitete Stundenspur laufen. Und dann ist einfach nach 60 Minuten kommt der Abspann, egal wie weit die sind. Es wird einfach so, ja, das werden wir nie erfahren, was jetzt die letzte Bemerkung gewesen ist, weil jetzt ist Ende. Ich habe mir tatsächlich schon mal überlegt, ob wir nicht auch sowas machen. Wir machen uns einfach eine 120-Minuten-Spur und in der 119. kommt dann einfach die Musik. Und dann ist Schluss. Ich weiß nicht, ob das funktionieren kann, aber dann bin ich es wenigstens nicht, der verkackt hat. Naja, ich bin der Ansicht, das kann man ja im Vorhinein kommunizieren. Wenn ein Gast da ist, oder eine Gästin, dass wir sagen, so, wir wollen so bis dann und dann wollen wir das und das geschafft haben, danach kommen noch ein paar Rubriken, sei dabei. Das muss ja nicht groß anders sein als jetzt, nur eben, dass der Blog auf der Gartenbank ne? Ich gucke gerade ins Trello. Ich habe auf dem Bildschirm den Trello offen und da steht schon seit Ewigkeiten beim Sendegarten auf der Gartenbank, Klammer auf, 60 Minuten, Klammer zu. Ja, seit Ewigkeiten steht das da. Genau. Seit Ewigkeiten steht das da und seit Ewigkeiten machen wir es nicht so. Und im Prinzip kann man das ja kommunizieren und sagen, hier so, unser Podcast ist in der Regel meinetwegen 2 Stunden lang und davon haben wir meinetwegen, wenn eine Person zu Gast ist, ist grob 1 Stunde eingeplant. Es gibt ja natürlich auch noch, mal haben wir beim Querbeeten nichts, mal haben wir da nichts. Ja, genau. Ich versuche das auch immer so ein bisschen abzuschätzen und du siehst, wie gut ich schätzen kann. Sollte Statistiker werden. Nein, es ist ja jetzt nichts Kritik als Kritik gemeint gewesen, sondern. Nein, ich fühle mich jetzt auch nicht irgendwie persönlich angegriffen oder so. Das ist alles korrekte Beobachtung, die du da wiedergibst, da kann ich wohl nichts gegen sagen. So, und ich würde sagen, das kann man einfach probieren. Also ein bisschen Druck vom Kessel nehmen, indem man vielleicht nicht alle 2, sondern alle 4 Wochen oder wie auch immer, auch alle 3, warum nicht mal eine krumme Zahl, auf Sendung geht und schaut, was passiert. Ich bin nur gespannt, worüber wir sprechen und wie interessant das für HörerInnen ist, wenn das Sendegartenteam in der Mehrheit der Folgen einfach unter sich über irgendwas redet. Also ich habe keine Ahnung, aber ich habe auch kein Problem, es auszuprobieren. Um da vielleicht mal einzuhaken, das ist mir auch schon öfters aufgefallen, dass wir natürlich dann immer so ein bisschen in Zeitdruck geraten, wenn wir da nicht abschätzen können, wie lange dauern noch die Blütenschätze und so weiter. Und wenn wir es wirklich so ein bisschen freier gestalten, dass man sagt, wenn eine Folge mit Gast oder Gästin ist, dass man einfach die Teile einfach weglässt. Also dass man wirklich dieses Rahmenprogramm, was wir sonst immer haben, einfach fallen lassen. Und dann ist es vielleicht auch einfacher, dann wirklich zu sagen, okay, wir haben jetzt 22 Uhr, abschließender Gedanke und dann verabschieden wir uns. Und muss dann nicht noch sozusagen noch so ein Pflichtprogramm hinten dran hängen. Also Pflichtprogramm hört sich jetzt so schlimm an, so schlimm ist es jetzt nicht, aber ihr kennt es jetzt später und dann hat man vielleicht noch ein Lieblingsthema und würde das vielleicht auch gerne noch ausführen, aber kann das dann gar nicht mehr, weil man auch dann ein schlechtes Gewissen hat gegenüber den anderen, die jetzt auch vielleicht so langsam ins Bett wollen und handelt das dann auch schneller ab, als es dann vielleicht, man das vielleicht dann in einer freien Sendung dann zum Beispiel besser aufgehoben wäre wieder, ne? Vielleicht wird sich das auch gut ergänzen. Ich habe es geahnt, dass du eine gute Idee hast. Ich finde die gerade mal, das fällt mir gerade sehr gut, quasi 2 Formate zu machen. Also das Format mit Gast ist das eine und das Format ohne Gast oder Gästin ist das andere. Und es läuft auch ein bisschen unterschiedlich ab.
Da kommt man natürlich, wir sind ja bei dem Querbeet und auch gelegentlich bei den Blütenschätzen und so durchaus, oder Setzlingen ja auch durchaus schon abgeschweift und haben dann von da aus noch so ein bisschen Schleifen gedreht. Das wäre natürlich dann in so einer freien Sendung ohne Gast, ohne Gästin, wäre genau der Rahmen dafür, dass man über sowas quatscht, ne? Vielleicht ist der Blütenschatz sogar einfach nicht mal eine eigene Rubrik, sondern im Laufe des Gequatsches kommt man da einfach mal dahin. Ich habe da was Tolles gefunden oder was auch immer. Keine Ahnung, aber das da einfach reinzunehmen und aus den anderen raus, ja. Wäre das ein Plädoyer, die Rubriken ganz aufzugeben? Hab ich das jetzt kein ausgehört? Plädoyer. Ich kann mir nur vorstellen, wenn man so ein lockeres Geplauder hat und man, ich nehme an, da wir hier im Sendegarten sind, dass es immer noch um den Blog Podcasting geht, dass man vielleicht dann irgendwie, ach hier, bei der Gelegenheit, ich hatte da noch was Tolles gehört. Und ob das nun den Hashtag Blütenschatz hat oder nicht, ist letztendlich egal. Oder ob man sagt, ja, wir möchten ganz konkret in einer eigenen Rubrik dazu, vielleicht auch mit Vorbereitung und Einspielern und so, das gibt es ja auch oft, darüber das in einer separaten Rubrik lassen. Ich habe jetzt irgendwie den Faden verloren, aber ich glaube, so ungefähr müsste es jetzt hinkommen. Ja, das mit den Rubriken, das war ja so eine Strukturidee. Die kann man auch einfach mal lassen. Wir haben schon, gerade in der letzten Zeit, da habe ich öfter mal in den Shownotes das Wort ausgelassen hingeschrieben, weil wir einfach, wir sind im Schwung gewesen und dann sind wir plötzlich von einem zum anderen und dann wäre es jetzt auch blöd gewesen zu sagen, halt, wir müssen jetzt anhalten mit dem Gespräch, damit Sebastian erst den Trainer spielen kann und dann können wir weitermachen. Ist ja irgendwie auch dann absurd, warum, ne? Da hat man es einfach weggelassen, aber da ist natürlich noch mehr Freiheit drin, einfach zu sagen, wir fangen halt um 8 Uhr an und wir hören um 22 Uhr auf und was zwischendurch passiert, passiert, wann es gerade passiert. Und wenn jemand in der ersten Minute einen Blütenschatz hat, ja, mein Gott, dann hat er in der ersten Minute einen. Ja, also die Freiheiten haben wir ja. Also da wird auch gerade im Chat wieder darauf hingewiesen, setzt euch nicht so unter Druck, macht doch einfach ja, irgendwie irgendwas. Man kann ja auch so einen Blütenschatz zum Beispiel irgendwie dann als Aufhänger für ein Gespräch nutzen. So, wenn man da sitzt, also wenn wir zum Beispiel uns treffen und überhaupt gar nicht wissen, worüber wir reden wollen, dass man dann sagt, Mensch, hier, ich habe eine Idee, ich habe da doch letztens dieses YouTube-Video gesehen über Kuhhufe oder sowas, keine Ahnung. Ja, spielen wir das mal eben ein, genau. Genau, ja. Ja, entweder das oder, ja, oder wir sagen halt, ne, also ich meine, Sendegarten, abgesehen davon, dass es das Podcastland, wie wir jetzt schon mehrfach hatten, so eigentlich nicht gibt oder nicht mehr gibt oder vielleicht auch nie gegeben hat, wer weiß, können wir ja trotzdem sagen, unser Grundthema, auch wenn wir uns einfach so zusammensetzen, ist irgendwas mit Podcast. Und dann gucken wir aber auch einfach, wo uns das Gespräch dann letztendlich hinführt. Also von daher ist so ein Aufhänger von, was habt ihr so in den letzten 2 Wochen gehört oder in den letzten 4 Wochen so gehört, war da irgendwie was bei, wäre ja letztendlich auch ein ganz guter Gesprächsstarter letztendlich. Ja, könnte man nach vorne ziehen, tatsächlich. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass uns nichts zu reden einfällt. Es sind fünf Köpfe mit wahnsinnig viel Ideen, von denen viel zu wenig, also 4 davon hört man theoretisch, was heißt theoretisch, tendenziell wollte ich sagen, tendenziell sowieso viel zu wenig. Da glaube ich, ist noch ganz viel abzuernten aus euren Köpfen und euren Projekten und so weiter. Da habe ich gar keine Bedenken, dass wir irgendwie jetzt sagen, heute ist Folge ohne Gast. Und wir wissen gar nicht, was wir machen sollen. Um Gottes Willen, worüber reden wir nur? Kann ich mir nicht vorstellen. Also, 3 davon hört man viel zu wenig. Und von einer hört man die meiste Zeit nur, wie sie sich gerade wieder in irgendwas reinredet. Ne? Ja, das, also Habe ich jetzt gehört, seltener, also alle 4 Wochen wäre jetzt mal so eine Idee, damit man quasi das 2, also wir nehmen jede zweite Folge aus dem Kalender, das könnte man
relativ einfach machen, glaube ich. Wenn ich da ein, also ist es so, dass ich Ende des Monats meistens irgendwie mit Slams verplant bin. Wenn Aha. wir sagen, also falls wir sagen, nur noch alle 4 Wochen und wir dann uns den Anfang des Monats aussuchen würden, fände ich das gut. Aber wollte ich nur mal so, aber nee, alle 4 Wochen bedeutet erst Donnerstag im Monat oder so? Ja, das wäre die einzige Lösung, denn wenn du sonst alle 4 Wochen sagst, funktioniert genau, das nicht, weil es verschiebt. Eben, genau, dann funktioniert es nicht, aber vielleicht, also der Slam, der Donnerstag ist, findet auch im Moment gar nicht statt und der wäre immer eher am dritten Donnerstag im Monat, also würde es dann alle 4 Wochen auch gut klappen. Obwohl, nee, wenn alle 4 Wochen, dann ist ja, ja, ich habe gerade nicht nachgedacht. Ja, ja, alles gut. Genau. Ach, ja, aber sag mal, sowas wie ersten Donnerstag im Monat oder zweiten Donnerstag im Monat, dass man einfach so ein Strukturmerkmal nimmt. Ich sag mal so, also ich habe einen Wunschdienstplan, dann könnte ich das auch immer in meinem Dienstplan einplanen. Und man schreibt der Sofa-Reporter gerade, kann man sich auch gut merken, jeden ersten Donnerstag. Ja, das stimmt. Sebastian, was sagst du dazu? Ich bin da offen. Also das klingt für mich gut, ja. Bei mir steht erstmal so auch nichts im Wege. Was haben wir denn jetzt? Was ist denn heute? Was ist denn heute für ein Donnerstag? Der erste. Ist das der erste Donnerstag? Ja, ja, mein Gott. Das war der Sendegarten. Wir hören uns wieder am 5. Mai. Ja, das hat auch was für sich, oder? Das, ja, das ist irgendwie, hat das was. Dann ist es nicht, also ich erlebe das bei Gemalum, da sagen wir, haben wir gesagt, so alle 3 Wochen. Und dann ist, also wir, das funktioniert so, dann kann mal der eine nicht und dann der andere und dann schieben wir von einer Woche zur anderen und so. Mit 2 Leuten kann man das immer so irgendwie so hin und her schieben. Aber mit 5 ist das, glaube ich, diese Flexibilität dann nicht mehr so gut. Dann ist viel besser, man hat so ein festes Raster. Das kannst du dir im Januar schon in den Kalender schreiben, bis Dezember durch. Oder ja, kannst du ja auch im Kopf behalten, aber du siehst das dann durch. Und es gibt ein paar Feiertage, die auf den Donnerstag fallen, aber dann müssen wir halt gucken, was geht. Ja gut, lass uns das mal diesen ersten Donnerstag im Monat festhalten. Das ist jetzt irgendwie eine sehr konkrete, aber auch eine sehr einfache Lösung. Dann haben wir schon mal die Hälfte des Problems weg, weil wir einfach nur die Hälfte der Ausgaben machen. Super. Und dann, also diese Regel, in der Regel ohne Gast und ab und zu nur bei besonderen Anlässen dann jemand dazu holen, ist das... Ja, also ich find auch dieses projektbezogene Einladen total gut. Also wirklich, wenn XY hat einen neuen Podcast gestartet, dafür laden wir ihn jetzt ein oder sie oder so. Also nicht das Beispiel, jetzt war ja Johannes einfach, dass man sagt, Mensch, so fände ich auch gut. Also dass wir gar nicht so diese Mühe haben, uns dann, oder du dann, nicht wir, oh Gott, du dann nicht die Mühe hast, dich da irgendwie in das ganze Portfolio von der Person einzugraben, sondern wirklich nur dieses eine Projekt dann beleuchtet wird und vielleicht so ein bisschen Hintergrund, aber das ist vielleicht nicht so stressig, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht ist dann auch die mentale Hürde niedriger, da dann nochmal mit reinzugrätschen. Also ich merke das halt immer, wenn Martin da so im Gesprächsfluss ist. Manchmal, wenn ich mich dann irgendwie bemerkbar machen wollte, dann merke ich selber schon, wenn ich mich jetzt bemerkbar mache, ist es zu spät. Eigentlich ist man themenmäßig schon wieder einen Schritt weiter und das wäre jetzt ein Rückschritt. Dann wird man es unterbrechen. Also lasse ich es lieber. Wenn das dann weniger, ja sagen wir mal, weniger so intensiv vorbereitet ist, sondern man ist wirklich so projektbezogen am Plaudern und kommt einfach von Höcksken auf Stöcksken. Vielleicht grätscht man dann auch häufiger mal rein und sagt, wie ist denn hiermit, wie ist denn damit und könnte man nicht auch oder was auch immer. Könnte ich mir vorstellen, dass das Gespräch vielleicht auch anders läuft. Aber das ist nur so ein Gedanke, muss man mal probieren. Also. Ja, da, das, also dieses,
den Gast, die Gästin zu porträtieren, ist natürlich so eine Grundidee von mir. Und deswegen fange ich ja auch immer, weil wo bist du aus dem Ei gekrochen und wo bist du zur Schule gegangen und so weiter. Ne, und bis man dann mal beim Podcast-Angebot ist, ist tatsächlich schon 45 Minuten rum oder so. Vielleicht ist das dann tatsächlich auch ein schematisches Verändern. Und wie du schon sagst, Lars, es geht dann um das Projekt und nicht um die Person in erster Linie. Da muss ich aber lernen, das muss ich lernen. Also Projekt vor Person. Ja, ich meine, natürlich wird man die Person als solche nicht völlig außen vor lassen, sondern eine kurze Vorstellung wird man sie eben machen. Man will ja wissen, mit wem man redet. Aber so diesen Werdegang zum Beispiel in der Tiefe oder so, ich glaube, das könnte man versuchen. Also ich fände das auch gar nicht schlecht, wenn ich nicht die Einzige bin, die immer dusselige Zwischenfragen stellt. Ich bin nicht dusselig. Das darfst du nicht sagen. Das bin ich da sehr dagegen. Ich bin jetzt tatsächlich ein Jahr dabei erst. Und manchmal geht es mir halt immer noch so, dass ich dann so zuhöre und dann irgendwann fällt mir ein, ach stimmt, ich könnte ja jetzt auch fragen einfach, weil ich immer noch gewohnt bin, einfach nur Zuhörerin zu sein. Und das ist ja bidirektional. Das ist wirklich so, das muss ich mir halt auch, und manchmal denke ich mir, oh, jetzt könnte ich fragen, aber nee, was Lars auch sagt, ich will diesen Redefluss da nicht stören oder die Frage, dann nicht, dass da irgendwie eine super wichtige Frage verloren geht oder eine Antwort oder... Ja, eine genau, super wichtige Frage. Wo hätten wir die denn je gehabt? Bitte. Ich glaube, das war in den Sendegärten 1 bis 140 mit Ausnahme der 71. Ich wollte oft was zwischenfragen. Aber da war dann eben eine gewisse Frequenz drin und ein gewisses konstantes Sprechen. Und ich habe das Gefühl, ich hätte halt wirklich aktiv unterbrechen müssen. Nicht im Sinne von, ich heb die Hand und werd bemerkt und im Prinzip wird durch eine Geste, durch eine Handbewegung, durch ein Kopfnicken, durch ein irgendwas eben klar gemacht, hier, bitte, hau rein. Sondern ich hätte halt wirklich jemanden im Satz wahrscheinlich unterbrochen, weil es gab eben jetzt nicht so wahnsinnig viele Pausen oder sowas. Oder ich bin einfach zu streng erzogen. Auch das wäre eine Möglichkeit. Ich habe da halt in dem Moment wirklich eine ungeheure Hemmnis da rein zu grätschen und zu sagen, ich habe auch noch was. Wir hatten ja mal die Idee, ob man das irgendwie per Web hinkriegt, da noch irgendwie ein Signal zu, ja im Prinzip, ich weiß nicht, ob ihr Jitsi kennt, wo man so virtuell die Hand heben kann. Entschuldigung, vom Sofa-Reporter kommt noch gerade, könnt ihr euch nicht noch per Zoom optisch zusammenschalten? Ja, kann man, ganz bestimmt kann man das. Das möchte ich aber auf keinen Fall tun. Mein Alltag besteht aus Videocalls und das brauche ich nicht noch stundenlang am Abend. Aber du kannst aber, es total großartig jetzt auch, also ich habe ja jetzt gerade, ganz absichtlich übrigens, gerade versucht einfach mal so aus Demonstrationszwecken gerade mal so kurz dazwischen zu Miep n und das klappt halt eben über reines Audioformat halt eben so mäßig. Ne? Also das hat man eben gerade ja auch gehört, nicht gesehen, sondern gehört. Das ist so eine Sache von, da muss man dann so ab und an einfach mal so oder einfach wirklich mitten reinreden. Ich fühle mich dabei auch immer noch teilweise doof, wenn ich das mache, so, weil ich dann halt auch denke, so, naja, jemand TM, also könnte jetzt ja nochmal eine Zwischenfrage stellen, aber mit ein bisschen Vehemenz klappt das tatsächlich relativ gut. Ja, das Problem ist, wenn es vehement ist, dann unterbreche ich ja, das ist ja genau das, was ich nicht tun will. Genau, ich bin da auch sehr zu, ja, nee, ich möchte auch nicht unterbrechen. Und durch ein akustisches Signal, also wenn jetzt so ein, was weiß ich, jeder hätte ein elektronisches Vögelchen, was so vor sich hin piepst
Und wenn jemand was sagen möchte, dann drückt er auf den Knopf und dann piepst das Vögelchen, dann weiß man, Mäh. Ah. Mäh. Mäh. Ein Vögelchen. Keine Kuh mit Piep. Fäule oder so. Warum ja, nicht? Gut, also das mit dem Handheben, ich weiß nicht, ist das denn, wenn es optisch einfach auf dem Display ist, ausreichend genug? Oder ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll, vor lauter Displays hier. Also wenn das, weil ich habe ja immer den Chat auf, wenn das jetzt noch irgendwie irgendwo aufploppen würde einfach oder sowas, das weiß ich nicht. Ja, aber wo? Bei ja, Signal, eben. Bei wo? Twitter, im bei Chat? Signal. Vor Schienbeintreten, was willst du machen? Ich habe so eine Vermutung, dass der Sebastian meint, sowas könnte genau. man doch vielleicht noch als Räuspertaste, also als andere Räuspertaste im Studio-Link vielleicht einbauen und dann in so einem ausklappbaren Fensterchen, was man sich irgendwie was always von front oben irgendwo hinlegen kann. Ihr meint, wenn so ein Küken übers Display waffelt, dann möchte jemand was sagen. Genau, so ein Küken fände ich gut und dann noch eine Rakete für Lars und ein Buch für Claudia. Ja, das klingt doch super. Ich überlege mal was. Sagt der Elektroschocks, fragt. Die Ideen sind ja schon lange da. Elektroschocks, ja, ich meine... Das ist das Ende Garten. Sitzkissen. Wieso gab es Sitzkissen? Frag nicht. Genau. Frag nicht. Solarbetriebene Elektroschocks. Ja, das könnt ihr dann bei mir machen, wenn ich mich mal wieder in irgendwas reinrede. Braucht es denn auch so eine persönliche Schmerzgrenze, so bis zu welcher Toleranz man was merkt oder nicht? Du meinst, bevor der ganze Bildschirm anfängt, rot zu blinken? Das ist die Idee vom Sofa-Reporter mit dem Nebelhorn, finde ich auch sehr gut. Das ist auch nicht. Ja. Aber das wäre natürlich schon krass, wenn der ganze Bildschirm plötzlich anfängt zu flackern. Also dann hätte ich eher Angst, dass irgendwas explodiert oder so. Aber Das darf auf keinen Fall epileptische Anfälle auslösen. Ja, ich musste gerade auch an Homer Simpson denken. Genau. Und ich musste irgendwie an ein altes Meme denken mit einem Murmeltier. Und da hat jemand einen menschlichen Schrei drüber gelegt, statt diesem niedlichen Fiepsen, das dann kommt, kommt da wirklich so ein sehr lautes Ah! Das wäre doch was. Ich muss ja gerade mal den Hörer Jandalf hier zitieren und loben, weil er sagt, ganz ehrlich, ihr braucht das nicht. Jetzt redet ihr auch gerade alle und es klappt. Ja, genau. Ja, aber also das geht ja jetzt gerade nur um die Interview, Interviewsituation. Aber trotzdem. Ja. Ein Öm-Öm könnte man doch auch ohne optische Unterstützung in den Audio werfen. Das machen ja übrigens, habe ich jetzt gelernt, so... Wenn Korrespondenten im Heute-Journal oder so berichten und die reden länger, als das eigentlich vorgesehen ist, dass dann die Moderatorin im Studio auch immer anfängt zu husten. Das ist sehr witzig. Und in der Hoffnung, dass er das dann mitbekommt und dann aufhört zu sabbeln, könnt ihr auch alle husten. Ach nee, ist vielleicht Kröchel, bei Corona. Ist nee, aber so ein an der richtigen Stelle? Ist das nicht so, wie wenn man Hand. Ich verstehe, ja, ich verstehe natürlich, aber ich mag auch eigentlich nicht so übertriebenen Respekt vor irgendwie Gespräch oder so. Na gut. Aber vielleicht ist es gar nicht übertrieben. Ich will euch jetzt auch nicht nichts einreden. Komfortrauschen wäre auch gut. Es rauscht dann einfach. Dann weiß ich, das ist immer, wenn ich mich anmute jetzt. Ich höre das Rauschen immer noch nicht. Rauscht Claudia immer noch? Ja, ich höre das nicht. Ja. Ja, ja, okay. Na gut, dann... ja, guck mal, du hast Podcaster im Ohren. Das ist doch gut. Ja. Noise-Canceling-Ohren. Guck mal, Rauschen eingebaut. An. Rauschen aus. Rauschen an? Nee. Rauschen aus. Okay, nee, ich hör das Rauschen nicht. Ja, ist doch super. Ah, tja. Ah, Inga hört es auch nicht. Siehst du? Wir haben den gleichen hochfrequenten Hörschaden.
Das ist, glaube ich, unfair verteilt. Tja. Ja, okay, wir fassen nochmal eben zusammen. Also, wir haben jetzt festgehalten, wir reduzieren die Anzahl der Ausgaben, machen nur noch eine am ersten Donnerstag im Monat. So. Wir machen, Gast ist Ausnahme, Team ist Regel. Mhm. Also wir bleiben unter uns, wir machen also aus dem Sendegarten einen Schrebergarten und treffen wir uns, weil wir also unsere Häuschen hier haben. Und wenn ich Interviews mache, dann ziehe ich Projekt vor Person, damit das nicht so lang wird. Das sind jetzt so meine drei Take-Home-Messages. Habe ich irgendwas Zentrales vergessen? Helft mir mal mit mir bitte. Ja, wer bringt den Grill? Was war jetzt mit den... Wir haben doch einen Sonnenofen, denke ich, oder? Bitte, was? Was war jetzt die Überlegung mit den Rubriken, die bleiben oder gut, nicht? Gut, ja, das ist, was die Idee von Sebastian war, wenn Gast, dann... Also damit hat es angefangen, ne? Wenn Gast, dann Rubriken weglassen und dann haben wir überlegt, ich könnte mal mit Blütenschätzen auch anfangen. Wir können auch alles weglassen. Ja, das ist noch nicht entschieden. Also ich fände Rubriken eigentlich ganz cool, aber ja, wenn Gast da ist, dann hätte man mehr Zeit für Gast, Gästin natürlich, und könnte dann die Rubriken, und dann ist es auch vielleicht auch cooler, wenn man wenn man dann zum Beispiel den Blühkalender nicht mehr, obwohl der, ja, egal, ich weiß gerade nicht, was ich sagen wollte. Du willst den glorreichen Blühkalender von Lars? Nein, ich will ihn nicht los, aber ich höre den Kalender sehr gerne, aber es ist ja oft so, dass dann die Termine der nächsten 3 Monate vorgelesen werden und dann ist quasi ein Monat rum und dann werden wieder die ersten 2 Monate also die letzten 2 vom letzten Mal und dann noch der nächste, und wenn jetzt der Kalender nicht mehr so oft käme, dann. Aber das ist ja auch doof, weil dann verpasst man vielleicht ja auch Dinge. Also deswegen, genau. Und Inga schreibt auch, Blütenschätze und Setzlinge bitte nicht komplett weglassen, fände ich nämlich auch doof. Blütenschätze und Setzlinge finde ich auch total gut. Den und Kalender finde ich allerdings auch. Na gut, wir finden den Kalender, dann können wir ja immer nur, oder du verweist dann einfach nur, geht halt selber gucken. Nein, Quatsch, war ein Spaß. Was haltet ihr denn von dem Kalender? Also ich finde den halt hochgradig redundant und nicht unbedingt das notwendigste Element des Sendegartens. Aber du liest den immer total groß. Ja, ich höre die immer gerne. Das mag ich total gerne. Was sagst du, Claudia? Ich habe dich gerade nicht verstanden. Ich sagte, dass der Lars ihn immer so toll vorträgt. Ja, das, genau. Die Kunstform, das finde ich immer so schön. Die mag ich. Ja. Den Inhalt kriege ich gar nicht mit, aber wie du sprichst und so, das ist so schön. Ja. Du darfst doch was anderes vorlesen. Es müssen keine Termine sein. Genau. Lies doch einfach was anderes vor. Wir probieren mal, ich probiere mal eben was aus. Moment. kommt gleich. Macht mal weiter. Okay, wir machen weiter. Wir tun so, als wenn nichts wäre. Das geht natürlich nicht. Eine gute Nachtgeschichte. Lars liest das Telefonbuch. Gibt's das überhaupt noch? Oh ja. Ja, gibt's denn überhaupt noch Telefonbücher? Also, ja, wo kriegt man die denn her? Ja? Ja, gibt's noch. Ja, müssen noch hergestellt werden, ja. Die liegen auf Paletten vor Kiosken manchmal. Dann soll man sich einfach eins mitnehmen. Ja, okay. Dann genau, nimmt man sich eins mit, legt das in die oberste Schublade des Highboards im Wohnzimmer und guckt dann 3 Jahre nicht drauf, bis man irgendwann mal sagt, meine Güte, was habe ich da eigentlich alle für einen Scheiß drin liegen? Ah, hier, Käsebrot macht gerade einen schönen Vorschlag. Jandalf ist das. Lars liest Füt. Du könntest die Nullnummern-Kuration vorlesen. Ja, das ist, einfach nur vorlesen. Ich habe mir gerade was zurechtgelegt. Ich glaube aber nicht, dass ich das gut hinkriege. Lorem ipsum, dolor sit amet, consentitur, salipsing, elitir, set diam nonumi, eam mort tempore, ividunt, et labore, et dolore magna, aliquiam erat. Ich finde, das solltest du dir... Also, da war ja Podcast-Treffen drin, aber ansonsten alles gut. Im Sendegeld.
da war zu wenig Leipziger Podcast-Treffen drin oder dieser, der immer da ist. Ich weiß nicht, was Meetup, das Leipziger Meetup, das ist doch so ein Dauerbrenner irgendwie, ne? Podcast wieder genau. Oder Franken. Franken ist auch immer. Franken ist dieses Mal dabei tatsächlich, Leipzig nicht. Okay. Ja, ist nicht schlecht, das Lorem Ipsum. Aber vielleicht tatsächlich die Nullnummern-Kuration, einfach die ersten sieben, weil sieben ist so eine magische Zahl. Aber ist auch Quatsch, ne? Einfach nur vorlesen. Das kann jeder dann auch selber abonnieren und selber lesen. Ja, also das ist dann so, ohne Einordnung ist blöd. Wir haben die Setzlinge und das ist tatsächlich, es gibt auch noch einen Punkt, den ich jetzt gerade hier nicht im öffentlichen Raum sagen möchte. Das möchte ich tatsächlich dann mal mit euch per Signal eben klären. Aber wir haben sowieso die Setzlinge. Und von Monat zu Monat kann ich mir eben sehr gut vorstellen, dass auch etwas mehr Zeit ist, dass sich eben Material ansammelt. Mhm. Ja, natürlich hat man da etwas mehr, man kann sein Netz etwas länger liegen lassen, um da was einzusammeln, klar. Schon richtig. Ich ahne ja, dass die letzte Minute immer noch die gleiche letzte Minute ist, wo man dann irgendwie, also ich jedenfalls, sondern, das muss doch noch mal fertig werden. Und dann ist wieder Stress. Aber der Stress ist dann eben, der letzte Stress ist dann 4 Wochen her und nicht 2 Wochen. Das ist vielleicht dann doch etwas weniger Dings. Ne? Es ist weniger Dings. Ich weiß nicht, wie das Wort heißt. Bums. Anstrengend, von mir aus so. Anstrengend. Stressig. Nennen wir es anstrengend. Ich habe gerade, ganz automatisch habe ich Signal zur Hand genommen, weil ich natürlich wissen will, was Lars da, aber was er da angedeutet hat, aber das kommt natürlich wahrscheinlich, wenn wir hier nicht mehr miteinander auf Tonspur sind. Das ist ja richtig so. Es gibt ja auch Dinge, die sollten vielleicht nicht in die Öffentlichkeit. Das ist richtig, richtig, richtig. Okay, also Blütenschätze und Setzlinge. Als Rubrik oder zumindest als Idee, muss vielleicht nicht in dieser starren Form sein, weil wenn man mit Blütenschätzen anfängt, weil man sagt, ich habe hier den Holgi lachen hören, das fand ich ganz total witzig, und dann kann man auch sagen, ach Holgi, den mag ich nicht oder so. Also da kann man ja auch ein Gespräch mit anfangen, sowas. Ne? Klar, das war ja vorhin auch gesagt. Und die Setzlinge, die können wir ja, also ne, wenn die nicht ohnehin schon im Gespräch aufploppen, ja, dann kann man ja auch sagen, die machen wir auf jeden Fall früher oder später irgendwo in dieser Folge, vielleicht auch einfach, wo es gut passt. Ja, aber davon hatten wir gerade zuletzt ganz wenig nur noch. Also Projekte. Ja, wenn es keine gibt, dann gibt es halt keine. Der Knaller ist ja auch gewesen, das habe ich auch bei der Nachbearbeitung beim letzten Mal, dieses, wie hieß denn das noch, wo wir über den Sand in der Lüneburger Heide oder was erfahren haben. Ich habe das als Setzling, quasi Setzling verkauft und dabei gibt es da eigentlich auch schon etliche Folgen. Ich habe mal wieder irgendwie an der falschen Stelle geguckt. Erzähl doch nicht immer so einen Mist. Ja, ja also, nur passiert. Also, Ja, man muss doch nicht. Sagt die Königin, dass sie sich in irgendwelche blöden Dinge reinredet. Ach, das sind mir die liebsten Königinnen, ne? Weißt du doch. Ja, das sind mir die liebsten. Die sich selbst ein Bein stellen. Stolpern. Genau. Da, ein bisschen die Kleidung glätten und dann weitermachen, als wenn nichts gewesen wäre. Krone richten und weitermachen. So. Mhm. Ist doch super. Kennst du dieses, du beobachtest dich selber beim Reden und denkst dir die ganze Zeit, halt die Klappe, halt die Klappe, halt die Klappe, oh, schade, zu spät. Mhm. Bei jeder Zoom-Konferenz, bei jeder verdammten Zoom-Konferenz. Ich denke immer, oh, hättest du bloß den Mund gehalten. Ja. Ich habe jetzt, darf ich das erzählen? Früher konnte man bei Zoom die Position seines eigenen Bildes, also man konnte es nur ausschalten. Oder es war halt immer auf zweiter Position. Das heißt, genau die Person, die ich immer angeguckt habe bei der Galerieansicht, war ich. Und jetzt gibt es die Funktion, dass man die Sachen wegschieben kann. Jetzt kann ich mich irgendwo links oder rechts unten in die Ecke schieben. Das ist so schön. Yay. Ja, man lernt ja dazu. Das klingt total nützlich. Gibt es das bald auch für Big Blue Button?
Keine Ahnung. Bestimmt. Man sich selber in die blöde Fresse gucken, das ist... Das ist so ein bisschen wie die eigene Stimme hören, ne? So ja, da habe ich mich ja dran inzwischen gewöhnt, aber also an die Akustik habe ich mich gewöhnt, nicht an den Inhalt. Das ist nach wie vor verstörend. Oh, Quatsch. Naja. Auch beim Bild gilt das, was beim Audio gilt. Die anderen Leute haben mich jetzt seit über 50 Jahren so ertragen. Also wird das schon okay sein. Keiner hat mich aus dem Haus gejagt oder aus der Stadt gejagt. Wenn ich auch selber immer denke, mein Gott, aber naja. Ja, so ist das. Ich glaube, das ist ein Dings, das auf die Liste zu... eine auch bei mir immer nur länger werdende Liste von ein Ding, mit dem ich mal meinen eigenen Frieden schließen sollte. auf die Liste kann man das auch mit draufsetzen, glaube ich. Das stimmt wohl. Sebastian, was sagst du jetzt zu dem Fazit? Ja, es klingt doch ganz gut. Also was im Chat noch aufkam, war, dass man vielleicht dem Gast oder der Gästin halt die als Schlusswort vielleicht dann den Blütenschatz nochmal anbietet als letztes Thema oder so, dass das nicht verloren geht vielleicht. Ah, Gast, letzte, famous last Blütenschatz, okay. Letzte Wort, Blütenschatz. Wie schreibe ich das jetzt auf hier? Letzte Wort, Blütenschatz. Was, letzte Wort? Nee, was, letzte Preis? Was, letzte Blütenschatz? Jetzt haben wir den Blütenpreis hier. Meine Güte. Schatz heißt das, nicht Preis. So, Blütenpreis ist auch gut. Ja. Das klingt auch nach einem schönen, neu bestellten Feld. Wir haben den Garten umgegraben sozusagen mit diesen Ideen. Versuchen wir das mal. Dass es uns allen gut geht dabei. Ja, vor allem dir und gerne noch mal früher eine Sendung machen, wenn du wieder so das Gefühl hast, das neue Konzept funktioniert trotzdem noch nicht mehr richtig, ne? Ja, ich brauchte einen Moment, bis es sich irgendwie bei mir so also der Moment war, wo ich dachte, nee, jetzt muss was passieren. Ich habe öfter mal so, wenn ich irgendwas, also ich spüre manchmal so dumpfes Unbehagen, so, aber das ist unkonkret und manchmal geht das auch einfach wieder vorbei und manchmal ist das auch nur Tagesform oder so, aber da möchte ich nicht zu früh irgendwas verändern, sonst eiert man ja immer von einem zum nächsten und manche Sachen sind auch einfach nicht immer schön. Das ist ganz normal, also da gibt es mal Höhen und mal Tiefen und man kann ja nicht bei jeder Tiefe, die sich irgendwie mal so abzeichnet, gleich sagen, ja, jetzt muss ich aber alles ändern. Ich kann keine Tiefs ertragen oder so. Nee, das ist schon in der Mischung des Lebens, gehört das schon dazu, finde ich völlig in Ordnung. Und deswegen brauche ich immer eine Weile, bis ich sowas dann bemerke und sage, ja, nee, aber das ist jetzt irgendwie doch ein bisschen anders. Das ist nicht nur so, fühlt sich nicht gerade so komisch an, sondern es ist mehr. Und das war letzte Woche irgendwie, war so ein Moment, weiß nicht, wo ich dann auch so, wie Claudia gerade sagt, ich hatte dann plötzlich eine innere Überzeugung oder einen inneren Frieden damit zu sagen, nee, ich muss jetzt auch mal mit dem Thema raus. Also es reicht nicht, dass ich das selber bemerke, sondern muss auch drüber reden. Und diese Schwelle musste das irgendwie erst überwinden. Und dann kann ich da auch, dann zucke ich nicht sofort wieder zurück und etikettiere das nur so als, naja, da ist es so ein bisschen Unwohlsein, aber naja, klar, natürlich können wir weitermachen wie bisher und so. Und also so eine innere Überzeugung, innere Festigkeit. Versteht das irgendjemand? Ja, vielleicht kann ein bisschen, ich nachvollziehen. Ne? Ja. So, genau. Ich finde es ja großartig. Das ist das Schöne an unserem Team hier, dass wir uns solche Sachen einfach auch sagen können. Und keiner ist jetzt dabei, der sagt, was redet da für ein komisches Zeug? Oder wir können
uns einfach diese Sachen sagen, wir haben Verständnis füreinander, wir haben Ideen, unsere Hörenden, die hier im Chat dabei sind, gehen auch mit und empfehlen Sachen oder beratschlagen mit. Das ist das einfach das Schöne. Und das zu verlieren, also jetzt zu sagen, nö, also wir machen den Sendegarten jetzt zu, das ist eine die Vorstellung, die würde mir so weh tun, das geht irgendwie gar nicht. Das kriege ich nicht in meine Birne rein. Aber was zu verändern, geht schon in meine Birne rein. Und deswegen war das jetzt eine sehr guter Gedankenaustausch. Und es sind noch 20 Minuten. Was machen wir denn jetzt bloß? Und naja, gute Nachtgeschichte. Da reden wir noch mal. Ein letztes Mal. Okay. Ja, okay, wir haben eine Rubrik. Also gut, ich habe, also gut, Podcastland, also hier blüht das Podcastland, das hatten wir ja schon, da stand mal drüber, ja, hier blüht unser Podcastland. Ich war nur zu blöd, das Logo zu ändern. Ich habe das Original nicht wiedergefunden und das, ich habe dann mal so eine Modifikation von dem gemacht, das sah total beschissen aus und deswegen habe ich es nie geändert. Ich habe das ja mal per Hand, als wir in Köln beim Deutschlandfunk waren, da hatte ich das überall auf den Plakaten per Hand geändert. Ich muss mal gucken, ob wir das irgendwie doch nochmal hinkriegen. Ich habe letztens beim Aufräumen, meine ich, alte Dateien wiedergefunden. Oder wir kümmern uns einfach einen Scheiß drum, was da steht. Das ist einfach egal, machen wir trotzdem was. Das sind doch nur Worte. Und dann überlassen wir es den Profis in der Profiwelt und wir kümmern uns um unsere kleine Welt, unseren Schrebergarten. Wer sagte das? Wer schrieb das vorhin? Ja, Sendegarten, Schrebergarten. Schrieb, Jan, glaube ich. Jan Dahl. Auch. Glaube ich, ja, oder? Jandorf hat irgendwie 100 Punkte schon zusammen oder mehr. Mindestens. Okay. Ja. Schrebersender. 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 Ja, es war Jandorf. Schrebersender. Das könnte der Folgentitel sein. Schrebersender. Der Herr Schreber, der die Gärten erfunden hat, hat auch den Spielplatz erfunden, übrigens. Das ist eine Person, Schreber? Ja, ja. Der Schreber ist, der hat den Spielplatz erfunden. Da habe ich meine, da habe ich doch über die Geschichte des Spielplatzes habe ich meine Abschlussarbeit geschrieben auf der ErzieherInnenschule. Das ist die einzige Information, die ich noch weiß, ja. Warum heißt der Spielplatz dann nicht Schreberplatz? Das wäre doch nur Konsequenz. Nee, weil es ja den Schrebergarten schon gab und in dem Schrebergarten gab es dann immer eine kleine Ecke, wo dann die Jungs natürlich nur sich körperlich ertüchtigt haben und daraus ist dann der Spielplatz entstanden. Glaube ich, oh Gott, das ist jetzt fast 20 Jahre her, dass ich diese Abschlussarbeit geschrieben habe. Oh Gott, nee, das ist 20 Jahre her, genau. Oh Gott, ich bin alt. Genau. Ich kann das so nachvollziehen. Ja, weil um diese Zeit ungefähr vor 20 Jahren habe ich meine Abschlussprüfung geschrieben. Ja. Eieiei. Mhm. Naja, genau. Und daraus, also auf den Spielplätzen durften früher nur Jungs spielen. Sich okay, körperlich ertüchtigen. Also Herr Schreber, bitte zur Aufnahme. Ja, genau. So, hat schon jemand? Ja, es hat natürlich Lars schon den Herrn Schreber rausgesucht. Ja, was haben wir denn noch für Rubriken? Was haben wir denn noch? Haben wir den Kalender? Ja, ein letztes Mal haben wir noch den Kalender. Oh ja. Ja, ja, bitte. Das, da kommen wir jetzt gerade. Ich hatte das noch nicht als beschlossen wahrgenommen, dass jetzt kein Widerspruch kam. Freut mich. Du sollst dich ja auch wohlfühlen. Als letzten Eintrag. Ich würde den Kalender auch wohl weitermachen, wenn alle sagen, ja, wir finden den so toll, dass wir den unbedingt haben müssen. Aber ich glaube, man muss den nicht unbedingt haben. Weil es ist eben teilweise so, dass er sich über 2 Monate kaum verändert. Das ist halt schon so. Aber vielleicht können wir festhalten, dass wenn es irgendein spannendes Ereignis gibt, das so voran, also irgendwann demnächst passieren soll, also zum Beispiel so ein Podstock oder so, dass wir das aber durchaus sagen. Genau. Da quatschen wir dann ja einfach drüber. Ja, stimmt. Ah. Mhm. Aber wir sagen vielleicht auch nochmal den Termin für alle, die vielleicht sich das auch eintragen. Ja, das können wir. Das
wenn wir im Rahmen unseres hohen Anspruches natürlich. Genau. Also du behältst die Funktion Event-Ausguck oder sowas. Ich denke, da wird irgendjemand sagen, ey, ich habe gesehen das oder so. Ja. Und das kann natürlich auch ich mal sein. Okay. Ja, dann. Vera hat gerade noch so, du wolltest was sagen, ne? Ich nehme mich jetzt dran. Rolle, die ich haben kann, wenn man dran nehmen. Nee, ich habe nur gesagt, jetzt müsste eigentlich, hat schon jemand in den Kalender eingetragen, dass der nächste Sendegarten am nächsten ersten Donnerstag im Monat stattfindet und so, aber das hat eingetragen bestimmt nicht, niemand. Man müsste es vor allen Dingen austragen oder ja. ist das dann ganz, achso. Ja, schau mal, was ich dann hinterher hier nacharbeite. Ach Quatsch, den Kalender nachgucken ist ja auch blöd. Ich lege den wieder weg, den Kalender. So, jetzt Blühkalender. Ja. Was ist los im Podcastland? Lars hat, wie immer, die Übersicht für uns. Sehr schön, ich musste ja die Einleitung nur eben hören. Also, das kann man jetzt nicht mich erst mal erinnern, dass ich eine machen muss, verdammt. Ja, Podcast-Termine der letzten 3 Monate habe ich heute noch einmal geguckt und wie immer habe ich mich dafür im Sendegate umgeschaut und ja, Empfehlung für die Zukunft, es ist ein Wiki, dort kann man sich umschauen, Dinge ergänzen und findet viel mehr als das, was ich hier vorlese. Dieses Mal fange ich an mit einem Absatz in eigener Sache. Ich wurde nämlich ein paar Male auf das Podruhr angesprochen, das ich ja mitorganisiere. Bei den aktuellen Inzidenzen werde ich keine persönlichen Treffen organisieren und Remote hat es meiner Ansicht nach nicht so gut hingehauen. Das heißt, das Podruhr ist im Moment weiterhin in Podruhr und wir schauen mal, wie das dann im Juli aussieht, ob da das Ganze irgendwie vernünftig zu verantworten ist. Am 5. Mai gibt es aber das All Ears, das ist der Podcast Summit von Spotify. Das versteht sich als große deutsche Podcast-Konferenz mit Keynotes, Panels und Workshops. Veranstaltungsort sind die Wilhelmhallen in Berlin. Infos gibt es unter allears.byspotify.com. Ebenfalls am 5. Mai gibt es die nächste Ausgabe des Sendegartens. Der wird live gestreamt, Beginn ist um ungefähr 20 Uhr. Sehr gut. Jetzt hast du Martin kaputt gemacht. Oh Gott. Der kam jetzt aber gut aus der Hüfte geschossen, mein Lieber. Herrlich. Heute schon erwähnt, aber am 17. Mai dann richtig, da gibt es nämlich das Podcasting Meetup Franken. Das wird ein Treffen vor Ort sein und das Ganze ist dann im Landbierparadies in der Sterzinger Straße. Los geht's um 18 Uhr. Vom 8. bis zum 10. Juni gibt es die Republika 22. Das ist ein Festival für die digitale Gesellschaft. Das Motto lautet Anyway the Wind Blows und das Ganze findet dann statt in der Arena Berlin und dem Festsaal Kreuzberg. Und dann sind wir auch schon im Juli. Vom 1. bis zum 3. gibt es da das Podstock. Da geht es um Podcast, Festival und Barcamp. Das Ganze soll wieder stattfinden in der Kulturherberge. Die liegt ein Stück südlich von Hildesheim. Infos gibt es hier immer frisch auf den Tisch unter podstock.de. Ja, auf das Wiki habe ich gerade schon verwiesen. Das war's mit dem Kalender. Lorem Ipsum. Super. Herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank. Ach, was war das schön. Ich habe so andächtig vor mich hingelauscht und dann bringt er da so einen Klops da rein. Also wirklich großartig. Ich finde, jeder darf Freude. Einfach über die nächsten Folgen einen kleinen Text mitbringen, so eine Seite, die der Lars dann vorlesen darf. Ich kann nicht folgen, aber das macht nichts. Ich würde gerne noch einen Meter loswerden, weil ich habe irgendwie heute eine Antwort von mir noch im Kopf, nämlich die Sache mit dem Videocalls. Da habe ich selber mich im Ohr, wie ich das gesagt habe und habe den Eindruck, das klang möglicherweise irgendwie ein bisschen angefressen oder aggressiv. So war es nicht gemeint. Falls das irgendwie ein bisschen over the top war,
sorry dafür. Das wollte ich noch eben loswerden. Okay, ist bei mir nicht so angekommen, aber okay, wenn du das fühlst, dann ist das gut zur Klärung jetzt. Mir auch nicht. Aber Videocalls machen halt aggressiv. Das ist normal. Ja, das kann ich eben nicht sagen. Und ich habe ganz tolle Kollegen und das mit den Calls ist kein Problem. Aber es ist eben so, sie strengen an. Sie gehören schon seit Jahren jetzt zu meinem Alltag. Das ist auch vollkommen okay so. Aber irgendwann bin ich dann einfach satt. Und abends mit euch zu podcasten ist total super, aber ich habe das auch mit Treffen mit Freunden und auch hier schon innerhalb der Podcast-Community erlebt, dass ich dann bei Videocalls einfach danach wirklich absolut total erledigt bin. Und das muss ich halt nach dem Arbeitstag nicht noch obendrauf haben. Das ist halt einfach, ich habe gemerkt, das mag für viele Menschen ganz wunderbar funktionieren, für mich funktioniert es nicht gut. Ja, ist ein schönes, also ich benutze das manchmal so gedanklich als Sinnbild für Datenschutz, beobachtet werden und so weiter. Wir verhalten uns, ich behalte mich, wenn mich eine so eine Kamera anguckt, tatsächlich etwas anders, als wenn ich keine habe. Ich fläts hier rum und mache komische Bewegungen, weil ich weiß, es guckt mir keiner zu. Wenn dieses Auge, da, was da gerade zugeklappt mir gegenüber steht, wenn das jetzt aktiv wäre, würde ich das alles nicht machen. Also unbewusst verhalte ich mich anders. Beobachtet verhalte ich mich anders als unbeobachtet. Ja, genau das. Ja, klar. Ja, obwohl, vor euch hätte ich ja keine Angst. Also ich hätte, also aber irgendwie, und wenn wir in Real, also wie heißt das, in der Kohlenstoffwelt, wenn wir irgendwie zusammen an einem Tisch sitzen würden, wäre das ja auch nicht anders. Und trotzdem, weiß ich nicht, also dadurch, dass man dann auch die Umwelt oder das ganze Szenerie miteinander teilt, ist das was anderes als durch dieses Videoauge da. Also kann das überhaupt nicht wirklich greifen. Aber ich bin auch froh, dass wir das hier Audio only machen. Bin ich ganz bei dir, Lars. So, wer hat denn noch schöne Blütenschätze? Wer hat denn irgendwas gehört, was zu besprechen ist? Also mein Blütenschatz, ich habe nichts gehört, sondern mein Blütenschatz sind die Menschen, die mir in den letzten Tagen, also die ich in Isolation saß, Medikamente und Essen vorbeigebracht haben und für mich einkaufen waren und Post für mich reingeholt haben und so. Das sind für mich die Blütenschätze. Jawohl. Tolle Menschen. Ne, genau. Schön. Sehr großartig. Ich binge gerade Rabe und Kampf, nachdem es dir jetzt wieder gibt. Ein bisschen spät dran, also jetzt seit Januar oder so machen die ja gerade wieder Folgen und bin jetzt gerade so bei Ende Februar angelangt. Da merkt man bei denen halt auch so einen leichten Knick in der Stimmung. Genau, aber ich freue mich gerade riesig, dass es Rabe und Kampf wieder gibt in einer zweiten Staffel. Und die haben übrigens auch quasi eine Änderung ihres Ablaufs gemacht. Die machen jetzt halt auch eher so Freitag quasi abends Ende der Woche Kneipengespräch und nicht mehr eben diesen, wir reden jetzt jedes Mal über ein kreatives Thema. Das heißt, die haben sich auch gerade neu positioniert. Ist aber nach wie vor total toll, den beiden zuzuhören und ja, macht gerade wieder Spaß, da dann auch zu verfolgen, wie es bei denen dann halt so gerade im Leben so vorangeht. Genau. Achso, für alle, die vielleicht die erste Staffel noch nicht kannten, ist die Melanie Rabe ist Autorin und die Laura Kampf ist Makerin, genau, und die unterhalten sich da einmal wöchentlich über und alles Mögliche. Und Laura Kampf kennt man natürlich auch aus der Sendung mit der Maus, ne? So. Ja, genau. Die ist das. Genau. Die ist das, ja. Die kenne ich übrigens von YouTube. Aber ja, nicht, ich auch. Die tauchte jetzt plötzlich bei der Sendung mit der Maus wieder auf, wo ich dachte, hä? Was? Aber ist, ja. Ja, ich kenne sie. Nachdem ich ja kein YouTube verwende, ich kenne sie tatsächlich nur aus dem Podcast und ich glaube, ich muss mal ganz dringend wieder Mausgeschichten mir angucken. Mhm. Schön, schön. Hat noch jemand einen Blütenschatz? Also ich habe diese Woche nichts. Ich habe zwar ein bisschen was gehört, aber eigentlich immer nur meine
Oldtime-Informationsdinger, sowas Witziges wie beim letzten Mal ist mir nicht untergekommen. Was habe ich denn gehört? So, ja, diese Streitkräfte und Strategien ist natürlich jetzt plötzlich, aber das ist, ich weiß nicht, so richtig erhellend ist das auch nicht. Das ist auch immer so ein Tanz um die Glaskugel. Mehr ist das auch nicht. Also von daher, ich höre es mir an, in der Hoffnung, irgendwas zu verstehen, aber ich verstehe die Welt genauso wenig, ob ich das nur höre oder nicht. So, mein Blütenschatz ist Yanda, sagt Käsebrot. Das würde ich wohl auch unterstreichen. Die Kommentare von heute waren großartig, genau. Oh ja. Dankeschön dafür. Sebastian, hast du was? Noch eine Kilowattstunde mehr oder so? Nee, also sonst, also mir geht's ja ähnlich. Ich habe eigentlich nur das Gleiche gehört. Ich war die letzten Tage auch ein bisschen krank und kam auch nicht so wirklich, um irgendwas zu hören oder aufzunehmen. Also ich muss auch passen. Ist ja, also passen klingt so negativ. Ja. Achso, ja, eben. Mut zu keinem Blütenschatz. Ist auch, Mut ist auch, hat sich auch irgendwie verbraucht. Egal. Dann ist halt nichts Besonderes passiert. So. Ja. Punkt. Ich überlege gerade sonst. Nö. Nee, der Rest ist privat, das möchte ich hier nicht so nennen. Okay, warte, ja, haben wir es dann? Lars, hast du Blütenschatz? Ich habe wahnsinnig viel Podcast gehört, aber da war jetzt nicht so sowas drin, wo ich jetzt sagen würde, es hat mich jetzt total geflasht. Ich musste allerdings sehr herzlich lachen, als ich den Sendegarten von vor 2 Wochen nachgehört habe mit Bernd. Über den Blütenschatz, den du genannt hast mit Holgi, mit diesem komischen Börsenticker, den habe ich dann tatsächlich gestern, was wirklich erst gestern, das kann nicht sein, oder? Doch, nee, vorgestern schon. Oder gestern war es, ja. Boah, Wahnsinn. gestern Vormittag im Zug gehört. Ich habe mit Lachtränen und so in dem Zug gesessen und das hat mich durchgeschüttelt. Ich habe das bestimmt fünfmal angehört und ich konnte einfach nicht aufhören. Es war herrlich. Also mein Blütenschatz ist dein Blütenschatz vom letzten Mal. Ach guck, ist ja schön. Aber du hattest immer dann, wieder. Du hattest ja dann, ja bitte, erstmal die Frage von Claudia, weiß nicht. Wer war's? Nein, das war nur ein Kommentar mit der amüsiert immer wieder. Ach, das war okay, jetzt habe ich es verstanden. Nee, Lars, du hattest ja dann gesagt, das hat dich animiert, einen Klassiker zu hören und hast dann Chaos Radio aus dem Jahre 2007. Ich habe da reingehört und so richtig warm geworden bin ich mit der Folge nicht. Was ist das Klassische daran? Ich hatte die URL, die ich geschickt hatte, verwies hoffentlich auf eine ganz bestimmte Stelle. Ja, das tat sie. Ach so, nee, ich habe digitale Identitäten von vorne angehört. Und, ach du liebe Zeit, nee. Ach du liebe Zeit. Jetzt wird mir einiges klar. Was hat er denn nur? Wann kommt denn immer der Witz hier? Es dauert das ist ein, ich glaube, unheimlich bekannter Lachflash von Holgi, wo er reagiert auf das Wort Impact. Ach, der. Ja, so ein Klassiker. Und den habe ich mir in dem Zusammenhang, wo ich gerade Holgi kichern hörte über dieses kein Muffensausen in Zuffenhausen. willst du es mir schicken und ich lese es dann vor dann sagt er, nein, komm. Ja, und dann, wo ich gerade so im Holgi-Kontext war, habe ich mir den Klassiker dann halt auch nochmal gegeben. Ach, alles klar, das war die Impact-Szene. Ja gut, also ich habe die ganze Rückfahrt, habe ich mir das angehört und gesagt, so richtig, also... Oh, und haben die da über Internetdienste schwadroniert, die es heute schon gar nicht mehr gibt. Wo ist denn hier der Witz an der ganzen Sache? Aber dummerweise, meine Fernbedienung am Auto, also ich kann zwar so
5 Sekunden Schnipsel nach vorne machen, aber ich kann nicht eine andere Folge anscheinend, also zur nächsten Folge springen im Podcatcher. Jedenfalls habe ich den Knopf nicht gefunden. Ich habe dann immer nur so 10 Sekunden vorgespult, aber es wurde nicht besser. Bei mir ist es genau umgekehrt, aber ich muss mal schauen, ob man das in der Podcast-App vielleicht umstellen kann. Das kann sein, vielleicht. Okay. Gut, umstellen ist ein Stichwort. Wir stellen jetzt um, weil wir 22 Uhr haben. Wir stellen jetzt um auf ein pünktliches Ende, auf das Sendegartens. So, ich hatte mir erhofft, dass wir eine erbauliche, wie haben wir das genannt, Redaktionskonferenz machen, und es ist passiert. Ganz, ganz, ganz herzlichen lieben Dank euch allen für die Möglichkeit, hier wieder so ein bisschen gestalterisch zu reden, Probleme zu besprechen, Lösungen zu finden, und danke, 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 danke. Ich sage einfach danke an Claudia, an Sebastian, an Lars und an Vera. Danke euch. Und danke auch an dich. Danke fürs Ansprechen. Danke an dich, genau. Ja. Und wir danken den Hörenden, die uns hier heute begleitet haben, vor allen Dingen die im Set mitgeschrieben haben. Jan Dalf hat die 100 Punkte gewonnen. Ganz herzlichen Dank dafür, aber auch allen anderen, die dabei gewesen sind. Das ist ja nicht er alleine. Ich sehe da noch ein paar andere auch. Sehr bekannte Namen. Vielen Dank euch. Und natürlich allen, die sich jetzt hier diese Sendekonferenz. Herr Schreber, bitte zur Aufnahme. Wir Redaktionskonferenz, so hieß das Wort, angetan haben. Ja, also wir machen auch solche Sachen. Wir machen einfach irgendwas. Erwartet nichts von uns, dann seid ihr auch nicht enttäuscht. Und das macht uns das Leben leichter. Und damit gehen wir in die Nacht. Vielen Dank für eure Geduld, für eure Ohren, und bis zum nächsten Mal. Dann irgendwann in 4 Wochen. Am 5. Was haben wir gesagt? Ach, hört auf den Kalender. Also tschüss. Tschüss.